stehe ich morgens um 8 Uhr im Badezimmer, rasiere mich und ich höre im Radio, Prinzessin Diana ist heute am frühen Morgen in Paris mit einer S-Klasse 600 tödlich verunglückt. Nee, was ist das? Dann bin ich ins Fernsehzimmer, habe eingeschaltet BBC und da war Breaking News und da sah ich gerade, wie diese total zertrümmerte S-Klasse auf den Abschlepper gehoben wird. Und es hat nicht mehr lange gedauert, es war so gegen 8:30, rief der Werkschutz an, Mercedes. Herr Nestor, wir haben unheimlich viele Journalistenanfragen. Und es war dieser Sonntagmorgen einer jener Tage, wo niemand, den ich gebraucht hätte, erreichbar war. Also die Vorstände waren alle in Fliegern, der oberste Sicherheitsentwickler war in einem Wohnmobil mit ausgeschaltetem Handy in Südfrankreich. Und ich saß da bei mir zu Hause im Büro ganz alleine und sah das, was die ganze Welt in dem Moment sah und sollte jetzt einen Kommentar abgeben dazu. Hier ist alte Schule, die goldene Ära des Automobils. Mein Name ist Carsten Ahn, schön, dass ihr wieder dabei seid und danke für euer Feedback zur letzten Folge. Heute ist ja Teil 2 mit meinem Gast, der nicht nur viel erlebt hat, sondern auch einen ganz besonderen Blickwinkel in die Strategie hinter der Öffentlichkeitsarbeit ganz verschiedener Autokonzerne bietet. Denn Wolfgang Inhester war zunächst als Rallye-Beifahrer unterwegs und dann hat er bei Opel das PR-Geschäft von der Pike auf gelernt. Das konntet ihr letzte Woche hören. Heute geht es hauptsächlich um seine Zeit bei Mercedes-Benz, wo er nicht nur global für die PR-Arbeit verantwortlich war, sondern wo er doch recht unerwartet zum Chef eines Krisenstabs avancierte, denn er fand sich von heute auf morgen im Auge des damaligen Elchtest-Orkans wieder. Die meisten von euch werden sich daran erinnern. Und wie es unter anderem aussieht, wenn in einem Milliardenkonzern die Lampen angehen, wenn es am Telefon heißt, dass man gehört habe, dass auf Testfahrten eine A-Klasse umgekippt sein soll, das erfahrt ihr heute. Viel Spaß mit dem zweiten Teil mit meinem Gast Wolfgang Inhester. Also wir haben ja jetzt über Ihren langen Weg, über die Rallye-Fahrerei, über Opel und das letzte war die 125-Jahr-Feier gesprochen. Und dann kam irgendwann ein Anruf von Mercedes. Erstmal müssen Sie noch sagen, wohin Sie befördert wurden. Ja, also nach diesem Jubiläum, das wirklich ein Erfolg war mit insgesamt fast 300.000 Besuchern in allen Opel-Werken bei den Tagen der offenen Tür und Festakt und so. Man war begeistert, machte man mich zum Hauptabteilungsleiter Unternehmenskommunikation. Das war damals, also es war 1988 und es war das erste Mal in der Industrie, dass es eine Hauptabteilung Unternehmenskommunikation gab. Bisher war ja immer Presse und PR geteilt. Und PR war ja in seinen ganzen Feldern nicht wirklich greifbar. Und hier hat man gesagt, wir bündeln alles das, was nicht Pressearbeit bedeutet, aber die Außendarstellung des Unternehmens zu verantworten hat, unter dem Titel Unternehmenskommunikation. Das heißt also, wann immer das Unternehmen nach außen auftritt, in welcher Form auch immer, entweder durch Vorstände oder durch Veranstaltungen oder durch Aktionen, dann ist das Unternehmenskommunikation, okay, was heute völlig gang und gäbe ist. Mhm. Aber das zeigt auch, dass wir damals unter Hans-Wilhelm Gaebe eine unheimlich moderne Auffassung von PR und Presse hatten, auch zukunftsorientiert waren, was sich dann auch niederschlug in der Tatsache, dass aus diesem damaligen Team unheimlich viele erfolgreiche PR-Leute entstanden sind, die dann sich in der Autoindustrie verteilt haben, an Führungspositionen und so weiter. Das, was für mich auch ein sehr gutes Vorbild war. Ich habe dort wirklich, sagen wir mal, alles das gelernt und es war mir leicht, einfach das mitzunehmen und bei Mercedes umzusetzen, was natürlich dort einfacher war, weil mehr Budget da war. Das Ganze fand 1992 statt. Warum? Am 1. April 92 war ich 10 Jahre bei Opel und ich habe zu meiner Frau ein Dreivierteljahr vorher gesagt, wenn ich 10 Jahre bei Opel habe, gehe ich weg, ob ich einen Job habe oder nicht. Opel ist mein erster Industriejob überhaupt. Mhm. Und wenn ich dort 10 Jahre und einen Tag bleibe, bleibe ich 20 Jahre. Dann hängt man fest, ja. Und 10 Jahre ist eine tolle Zeit gewesen. Opel damals eine fantastische Firma, hochmotiviert, ja, mit grandiosen Teams. Wir haben wirklich was bewegt und wir sind jetzt nicht auf das Thema Mauerfall eingegangen, wo wo ich damals verantwortlich war oder gemacht wurde für die Einführung der Marke Opel in den neuen Bundesländern.
Und dort haben wir sehr, sehr viel Neues gemacht, was keiner in der Form vorher gemacht hat und was uns auch relativ schnell dann an die Spitze in den neuen Bundesländern gebracht hat. Opel war immer hinter VW in Deutschland, in Westdeutschland, und plötzlich in den neuen Bundesländern war Opel die Marke Nummer eins, was uns gelungen ist. Imagemäßig und auch in den Verkaufszahlen. Okay. Ja, ein Riesenerfolg. Haben wir ganz simpel gemacht. Meine Überlegungen waren eigentlich geleitet von Heinrich Böll. Das bringt man jetzt auf Anhieb nicht zusammen, aber als studierter Germanist und jemand, der Heinrich Böll nicht nur noch selbst kennengelernt hat, sondern auch mal Vorlesungen bei ihm gehört hat, habe ich mich auf ein Buch, an ein Buch erinnert, das er geschrieben hat mit dem Titel Und sagte kein einziges Wort. Und das war ein Buch über die unmittelbare Nachkriegsgeschichte in Köln. Und Köln ist ja nun die katholischste Stadt Deutschlands. So, und die war jetzt nach dem Krieg ausgebombt. Der Krieg war zu Ende. Das tausendjährige Reich, an das man bis dahin geglaubt hat, hat sich aufgelöst. Die Menschen dort, die gläubig waren und ja auch heute sind noch in großen Teilen, wussten nicht mehr, an was sie glauben sollten und wem sie vertrauen sollten. Das war alles weggebrochen. Und es kann eigentlich einen Gott nicht geben, wenn es so viele Millionen Tote in diesem Krieg gibt. Also im Stich lässt. So. Und in diesem Buch beschreibt er, wie jeden Tag ein kleines einmotoriges Flugzeug über Köln fliegt und ein Werbebanner hinter sich herzieht mit dem Titel Vertrauen Sie Ihrem Drogisten. Und genau mit dieser Idee bin ich zum Vorstand gegangen und habe gesagt, wir gehen darüber in den Osten, wo Opel ja noch nicht stattgefunden hatte bis dato, weil nur 10.000 VW im Jahr, die immer dorthin geliefert wurden in die DDR. Ein paar Citroën war noch dabei, der Rest war Lada, Moskvitsch und ein paar Volvos. Ja. So, und jetzt kommt die Marke, die zwar durchaus erkannte, aber nicht existente Marke Opel in die neuen Bundesländer. Und ich habe gesagt, wir gehen da nicht rein und verkaufen gleich Autos. Wir müssen erstmal versuchen, das Vertrauen der Leute zu gewinnen. Wir müssen sagen, vertraut Opel. Wir wollen mit euch, wir wollen die Zukunft mit euch gestalten, wir wollen zu euch kommen und wir wollen auch fair mit euch umgehen. So, während andere dann alle möglichen Altautos auf allen möglichen Wiesen hingestellt und die Leute mit dem Verkauf betrogen haben und so, habe ich gesagt, das darf es bei uns nicht geben. Und ich war damals ja auch Herr der Opel Busse, denn unter Unternehmenskommunikation fiel auch der ganze Besucherbetrieb im Werk. Ja, okay. So, und die wurden natürlich immer gefahren mit Bussen. So, und die Busse standen samstags rum. Also habe ich sie Samstag nach Thüringen geschickt, über Radio bekannt gegeben, wo am Samstag die gelbe Flotte steht, und habe die Leute eingeladen, kostenlos mit den Bussen nach Rüsselsheim zu kommen, eine Werksbesichtigung zu sehen, ein Mittagessen in der Kantine zu bekommen, ihre 100 Mark Antrittsgeld Deutschland ausbezahlt zu bekommen. Dafür hat also die Stadt Rüsselsheim extra eine Zahlstelle im Werk eingerichtet und dann über eine kleine Besichtigung von Wiesbaden wieder nach Hause fahren lassen. So, da haben Menschen in der Opel-Produktion, Männer, geheult, die das gesehen haben. Die konnten sich nicht vorstellen, dass ein Werk so sauber sein kann. Ja, der Boden glänzt ja in den Werken. Ja. So, ja. Die waren fertig, aber für uns war es ein unheimlich guter Grundstein. Wir haben tausende Leute mit den Bussen nach Rüsselsheim gefahren und wieder zurück. Und ich habe auch gesagt, auf die Frage, ja, wie stellen Sie sich das vor dann? Wie wollen Sie dieses Vertrauen schaffen? Dann habe ich gesagt, wir müssen in allem, was wir tun, versuchen, die Ersten zu sein. Wir müssen denen zeigen, noch bevor die Politik eine Richtung vorgibt, sind wir schon bei euch und wollen mit euch. Ja, so, okay. Und dann haben wir diese Aktion gemacht. Wir haben als erstes westdeutsches Unternehmen ein Joint Venture mit einem ostdeutschen Unternehmen gestaltet und bekannt gegeben. Das war der Joint Venture mit den Automobilwerken Eisenach. Das war am Tag der einzigen freien Wahl, die die DDR je hatte. Das war der 19. März 1990, ja, wo Modrow damals Ministerpräsident wurde. An dem Tag haben wir das bekannt gegeben. Das war ein Sonntag, weil wir wussten, dass am Montag VW bekannt geben wird, dass sie ein Joint Venture mit Trabant machen. Ja, die haben Zwickau. Die Motoren ja nochmal geliefert. Ne? Richtig, so. Ja. Und da haben wir, das war eigentlich eine Woche später geplant, wir haben dann über Nacht
das alles, das ganze Programm umgeschmissen und haben dann gesagt, okay, am Samstag, wir machen morgen in, und dann dachten wir, wir können es in Frankfurt machen. Aber dann sagte der Vorstandsvorsitzende, der am Samstag noch verhandelt hat mit der Wirtschaftsministerin, Frau Professor Luft in Leipzig, sagte, wir können das morgen machen, aber die Regierung der DDR besteht auf Leipzig. Und dann haben wir alles in der Nacht durchgearbeitet, umgeändert, und ich bin dann mit einem Opel Omega Kombi am Sonntagmorgen um 4 Uhr mit den Pressemitteilungen, die neu gedruckt waren, auf Leipzig und so weiter, dann nach Leipzig gefahren, habe eine Stellwand aufgestellt, Opel AWE Logos drauf, und da haben wir dann die Pressekonferenz mit dem Vorstandsvorsitzenden gemacht. Aber das waren so die Signale, die wir geben wollen. Das erste Fußballspiel einer Bundesligamannschaft mit einer DDR-Mannschaft war Bayern München gegen Lok Leipzig im legendären Stadion in Leipzig. So, das haben wir direkt vor der Leipziger Messe gemacht im Frühjahr. So, und es waren immer so Sachen. Ich habe im Sommer dann 1990 eine Aktion gemacht, fit für den Schulweg, und habe 400.000 Kinder mit gelben Mützen, aber ohne Opel-Logo, da stand Verkehrswacht Deutschland drauf, wollte das bewusst nicht, und Leuchtaufklebern und so weiter an allen Schulen verteilen lassen. Da wusste keiner, wie viele Schüler neu eingeschult werden in der DDR. Wir haben das wirklich hands-on gemacht alles. Ja, den ganzen Vertrieb mit damals, ich glaube, das war mit der Deutschen Post zusammen, haben wir dann die Kartons an alle Schulen verteilt. Der Hintergrund war, die Kinder sind über Nacht in Verkehrssituationen gebeamt worden, in die sie nie hineinwachsen konnten, weil plötzlich war ja Verkehr in der DDR. Also müssen wir sie auf dem Schulweg schützen. Deshalb kriegen sie Leuchtkleber und gelbe Mützen und eine Infobroschüre, wie komme ich sicher zur Schule und wieder zurück und so weiter. Also diese ganzen Aktionen. Interessant, ich habe damals eine Pressekonferenz in Ost-Berlin mit dem Kultusminister gemacht. Da saß ich an dem Tisch und auf dem Stuhl, auf dem Günter Schabowski damals gesagt hat, ja, ich glaube, ja, das sofort, ja. Ja, also war toll. Aber das nur noch mal so als kleiner Review zum Thema Opel. Das hat alles, das war wirklich eine wahnsinnige Situation. Wir haben dann die erste Grundsteinlegung eines Werkes in Eisenach gemacht im Frühjahr, im Winter 1991, im Januar, bei minus 20 Grad in einem Zelt. Haben damals geschlafen im Gästehaus der Staatsregierung in Eisenach. Da waren noch die Löcher in den Wänden, wo sie die Wanzen rausgenommen hatten vorher. Und alles so. Also es war eine fantastische, erlebnisreiche Zeit gewesen. Und ich habe aber dennoch meiner Frau gesagt, ich gehe nach 10 Jahren, weil das ist genug. Ich muss was Neues machen. Und kaum ausgesprochen, ein paar Wochen später bekam ich über einen bekannten Headhunter das Angebot oder die Einladung zu einem Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden für LKW. Das war damals Helmut Werner, der dann später auch Gesamtvorsitzender von Mercedes wurde. Und der suchte einen PR-Chef für die LKW-Sparte. Und ich habe mir gedacht, gut, also das nehme ich mal zwei Zitate meines Vaters und Schwiegervaters. Mein Vater hat immer gesagt, wenn du in die Autoindustrie willst, dann geh zu Mercedes, weil reiche Leute haben immer Geld, die kaufen immer Autos. Da wirst du nicht arbeitslos. Ja, simpel, ja, simpel, aber dann, ne? Was dahinter. Ja. Und der Schwiegervater, der ein größeres Fuhrunternehmen hatte, bei dem ich auch in den Semesterferien LKW gefahren bin, der sagte mir mal, weißt du, wenn dir, das war alles so Anfang der 70er Jahre, wenn dir ein Magirus oder MAN begegnet, kannst du sicher sein, die Firma ist nicht gesund, weil gesunde Firmen fahren nur Mercedes-LKWs. Okay. So, und deshalb dachte ich mir, okay, also komm, dann machst du halt auch LKW, wenn es sein muss. Hauptsache, du kommst in die Firma rein. Mhm. Und wenn du dann drin bist, dann wird sich schon irgendwas mal wieder ein neues Fenster aufmachen. Ja. Gut, und ich habe mich dann mit ihm getroffen. Helmut Werner war auch ein ganz, ganz großartiger Mensch, ein Hannoveraner. Nun ist es ja heute so, wenn Sie sich wo bewerben, und ich habe bei den Bewerbungen, die ich bekommen habe, immer von Leuten darauf geachtet, was bringen sie an Wissen schon über die Firma mit oder über mich. Also ich erwarte einfach, dass ich mich vorher mit demjenigen, der mich eingeladen hat, auch inhaltlich auseinandersetze, um zu wissen, wer er ist und wie die Firma ist. Das gehört sich. Das ist Anstand. Ja. Klar. So. Und das war für mich immer ein Kriterium. Und das war auch 1991 im Herbst, als diese Einladung kam, für mich ein Kriterium. Nur da gab es kein Google.
Ja, also ich konnte nicht mal Google Helmut Werner oder Mercedes-Benz oder so. Also habe ich mich schnell in den Flieger gesetzt, bin nach Hamburg zum Spiegel geflogen und habe mir dort im Archiv alles rausgeben lassen und lesen lassen, was über Helmut Werner da drin, was sie hatten im Archiv. So hat man das damals gemacht. Ja, es ging nicht anders. Google, ja. Was wollte ich machen? Ja. Ja, so. Und ich denke mal, ich war verdammt gut informiert über ihn. Also das Gespräch fand damals in Bonn statt und ich von Opel, ich habe nur gesagt, ich will das Gespräch zu einem Zeitpunkt machen, wo ich nicht von Opel bezahlt werde. Es muss also außerhalb meiner normalen Dienstzeit sein. Ich sehe das nicht ein, dass ich während meiner bezahlten Opelzeit mit einer anderen Firma rede. Also war das ein Abendtermin in Bonn in einem Hotel. Und kommend von Opel, von einer Firma, die zu dem damaligen Zeitpunkt nur einen einzigen gepanzerten Opel Senator hatte. Der wurde mal gebaut für den Fall, dass ein Bundeskanzler oder ein Minister mit Sicherheitseinstufung vielleicht ins Werk reinfahren muss, damit er nicht mit seinem Dienst Mercedes reinfährt. Ja? Okay. So. Der Vorstand hatte keinen gepanzerten genutzt. Ja? Mhm. So, jetzt sitze ich in diesem Bonner Hotel mit Blick draußen auf die Straße und sehe da am Abend im Dunkeln drei gepanzerte Mercedes S-Klassen vorfahren. Da muss ich sagen, da habe ich schon mal ein paar Mal durchgeatmet. Ja, das war der Auftritt von Helmut Werner. Das war der Auftritt von Helmut Werner. Okay. Das war damals ein Mann der höchsten Sicherheitsstufe in Deutschland und der kam halt mit drei gepanzerten Mercedes an. Das war 1992 die auslaufende RAF-Zeit, richtig. Ja. So, auch mit durch Hans-Martin Schleyer und alles geprägt. So. Das Gespräch war eine Stunde terminiert, es hat 3 Stunden gedauert und am nächsten Tag kam der Anruf seines Büros, ich soll bitte in der nächsten Woche nach Stuttgart kommen und habe Gespräche an einem Tag mit allen Vorständen. Und da habe ich zu meiner Frau gesagt, das Ding ist gelaufen, wenn der mich jetzt schon allen Vorständen vorstellen will, dann sind wir durch. Ja. Ja. So war es dann auch, war ein toller Tag damals und wir waren uns einig. Und der damalige PKW-Chef, den ich dann mittags traf, das war Jürgen Hubert, mit dem habe ich mich auch länger als geplant unterhalten. Und 2 Tage später, nach diesen Vorstandsgesprächen, rief mich Helmut Werner persönlich an und sagte, ich habe ein Problem mit Ihnen. Und da sage ich, worum geht es? Ja, sagt er, eigentlich will ich Sie ja einstellen für mich als PR-Chef für LKW, aber wir brauchen ja auch einen PR-Chef PKW und der Jürgen Hubert will Sie unbedingt haben. Was machen wir jetzt? Ja, was wollen Sie? Ich sage, Herr Werner, ich bin erstmal Ihr Mann und Sie entscheiden und was Sie entscheiden, werde ich akzeptieren. Ja. So, er sagte, gut, also für mich habe ich entschieden, dass ich sie meinem Kollegen Jürgen Hubert gebe. Sage ich aber, der hat doch erst vor 3 Monaten einen neuen PR-Chef eingestellt. Ja, der ist schon wieder weg. Gut, das war auch eine gewisse Tradition bei Mercedes. Vor mir, die PR-Chefs haben es maximal 3 Jahre überlebt, den Job. Okay. Und dann waren sie wieder weg. Ja, teilweise 1 Jahr, aber 3 Jahre war schon ein extrem langer Zeitraum. Mhm. Okay, dann sage ich, dann mache ich halt PKW. Und insgeheim dachte ich mir, Bingo. Das ist ja genau das, was du wolltest. Das hast du sogar schon am Anfang. Ja. Der damalige Gesamtchef war Werner Niefer. Ein sehr rustikaler Mensch, bei Mercedes Mechaniker gelernt und ist dann zum Vorstandsvorsitzenden aufgestiegen. Während Edzard Reuter, der Daimler-Chef, hochintellektuell, der große Stratege und Vordenker. Und unter ihm Werner Niefer, sozusagen der Schuhputzer. Aber jetzt nicht geringschätzig gemeint, sondern ein guter Stratege ist nur ein guter Stratege, wenn er auch einen guten operativen Menschen neben sich hat. Ja? Okay. Und das war bei den beiden so. Reuter der Strateg, Niefer der operative Macher. Ja. So. Und bei dem Gespräch mit ihm sagt er so, jetzt rufe ich meinen Freund Lou Hughes an, das war der Opel-Chef damals, und sagt ihm gleich, dass sie bei mir anfangen und er soll sie jetzt mal gleich gehen lassen. Das wollte ich aber nicht. Ich wollte ja vorher meine 10 Jahre bei Opel vollkriegen. Klar, ja. Und das war noch 4 Monate bis dahin. Dann habe ich gesagt, also, lieber Herr Professor Niefer, lassen Sie mich das persönlich machen. Ich schätze den Lou Hughes so, wir sind so gute Kollegen und Partner. Das möchte ich ihm persönlich ins Gesicht sagen. Mhm. Und ich möchte auch bis zum 31. März bei Opel bleiben. Ja. So. Gut, hat er sich überreden lassen. Ich bin dann aber von Opel gleich freigestellt worden. Mhm. Und hatte die Möglichkeit, mich schon bei Mercedes einzuarbeiten. Ja, so durch regelmäßige Besuche in Stuttgart, Gespräche und so weiter. Und man hatte mir sogar auf dem Automobilsalon Genf schon ein eigenes Büro eingerichtet mit Namensschild an der Tür. Okay. Auf dem Mercedes stand. Okay. Da war ich sehr geschockt. Ja. Da habe ich gesagt, es ist uns mir eingefallen, ich stehe noch bei Opel auf der Payroll. Nehmen Sie nur den Namen wenigstens weg. Wie voreilig die sind, das denkt man gar nicht. Warum auch immer, es war
irgendwie ein positiver Anfang, will ich mal sagen. Es hat mir auch Mut gemacht, du wirst hier gewollt. Ja? Ja. Das ist nicht, da kommt jetzt der nächste Fuzzi, wie lange wir den haben. Ja. Und in der Branche, bei den Journalisten, wurde ja die Verweildauer von Mercedes-Pressechefs in der Einheit Genf gemessen. Okay. Also das hieß, wie viel Genfer Autosalons wird er überleben? Okay. Bei Mercedes, ja. So. Und man hatte mir 2 Genf gegeben. Ich habe dann am 1.4. angefangen und der erste Job war, wobei ich sagen muss, Opel war ein sehr kollegiales, unpolitisches Unternehmen. Mhm. Da hat gezählt, was gearbeitet wird und was hinten rauskommt. Ja. Bei Mercedes war alles hochpolitisch. Okay. Also da musstest du schon bei deinem ganzen Tun, selbst bei einer Hausmitteilung, ja, du hast vielleicht 20 Minuten an einer Hausmitteilung getippt, aber 2 Stunden überlegt, wen nimmst du auf den Verteiler? Ja, also so hochpolitisch war das Unternehmen. Mhm. Und viele Leute, die dich ganz mit anderen Augen gesehen haben, als noch bei Opel. Ja, das war, kann der das, was macht er falsch und kann ich den wegsägen, kann ich den wegschießen. Das ist auch anstrengend, so zu arbeiten. Alles da. Also volles Programm, hochpolitisch, was ich nicht gewohnt war, muss ich ehrlich sagen. Aber es hat am Anfang, ich sag mal so, es hat nicht zu massiven Fehlern geführt. Mein erster Job war, Mercedes hatte 1991 die neue S-Klasse vorgestellt. Das war das sogenannte Dickschiff, der W140, ja. Und zwar mit dem Slogan, damals war ja schon die erste Greenpeace-Entwicklung absehbar, die gegen Autos demonstrierten, gegen Verkehr und so weiter. Und die haben das Auto natürlich voll aufs Korn genommen. Mhm. Sogar bei der IAA 91 massive Demonstrationen in Frankfurt generiert, um den Ruf des Autos zu schädigen. Und sie haben gesagt, das Auto gehört nicht mehr auf die Straße, der ist zu groß, der passt nicht hierher. Kann man noch die Autoreisezuggeschichte. Die legendäre so Reisezuggeschichte von Sylt, ja, wo angeblich das Auto nicht auf den Autozug passt nach Sylt, was nicht der Fall war. Es gab noch einige wenige alte Waggons der Bahn, wo die S-Klasse nicht draufpasst, auf die neue Generation ohne Probleme. Da können Sie mal sehen, was hängen bleibt. Ne? Ja. Das sagt heute noch jeder. Ja, aber es war nicht der Fall. So, und Mercedes war mit diesem Problem nicht in der Lage umzugehen, weil Mercedes hatte eigentlich nie ein Auto vorgestellt, das bei der Präsentation kritisiert wurde. Mhm. Wann gab's das mal? Mhm. Mercedes hat in der Geschichte nie Autos verkauft. Mercedes hat Lieferzeiten verkauft und Autos verteilt. Ja, ja? So, also deshalb hatten die auch keine normale Presse- oder PR-Abteilung, die auch mit Krisen umgehen konnte, weil Krisen gab es nicht. Ja, diese, wenn ich es mit menschlichen Körper vergleiche, diese Muskelpartien gab es gar nicht in dem Laden. Die waren nicht vorhanden. So. Und das war auch ein Grund, warum man gesagt hat, okay, wir brauchen da jemanden von außen, der das Thema einfach anders angeht, als es mit den Leuten, die wir intern haben, bisher der Fall ist. So. Und jetzt kam also der erste Auftrag gleich natürlich war, beseitigen Sie mal das Imageproblem an der S-Klasse. Es war gar nicht so schwer. Also es war eigentlich ganz simpel zu lösen, weil ich war überzeugt, dass die S-Klasse damals das beste Auto der Welt war. Das war es auch. Mhm. Ja. Nichts war sicherer, nichts war komfortabler, nichts war geräumiger, es war alles gut. Es hatte nur ein paar Designmacken, die auch der Designchef nicht mochte. Das kommt noch dazu. Und ich habe mir dann die größten Kritiker, die größten medialen Kritiker genommen und habe sie mit Begleitung, Ehefrau oder Freundin war freigestellt, eingeladen nach Frankfurt, ins Hotel Frankfurter Hof, 5 Sterne natürlich, weil das ist ja auch die Umgebung, wo die S-Klasse stattfindet. Mhm. Ja, so. Und habe noch eine kleine Präsentation machen lassen und habe die dann am nächsten Morgen mit Frauen nach Mallorca fahren lassen mit der S-Klasse. Die größten Kritiker. Und habe gesagt, so, also Tankgutscheine liegen drin, Übernachtung unterwegs an der französisch-spanischen Grenze ist gebucht, da fahrt ihr jetzt hin, da übernachtet ihr am nächsten Morgen, die Fähre nach Mallorca ist auch gebucht, wir sehen uns in Mallorca wieder. So, warum habe ich das gemacht? Warum habe ich es mit Begleitung gemacht? Wenn Sie der größte Kritiker einer S-Klasse sind und Sie setzen Ihre Frau daneben, die privat vielleicht einen Golf fährt oder einen Opel Kadett oder so irgendwas Kleines und Sie fahren mit der 1200 Kilometer, fast am Stück, irgendwann wird die sagen, hör mal,
So bequem bin ich aber noch nie Auto gefahren. Ja, weil die S-Klasse ist ein Langstreckenauto. Ja. Wenn ich da ein paar Testkilometer in der Stadt fahre oder im Umland, ist es egal, dann erfahre ich die S-Klasse nicht. Ja. Also ich musste die Leute zwingen, 1200 Kilometer möglichst am Stück zu fahren. So, dann kommt heraus, was die Stärke dieser S-Klasse ist. Und ich werde nie vergessen, einer der ganz großen Kritiker, will es den Namen nicht nennen, den nahm ich dann an der Fähre in Mallorca in Empfang und er sagte zu mir, wissen Sie, Herr Nestor, wo das Problem mit dem Auto bei mir beginnt? Wenn ich aussteige. Weil hier ist es laut, hier ist es heiß, ja, hier ist es unangenehm. Am liebsten würde ich gleich wieder einsteigen. So, okay, jetzt haben Sie es verstanden. Und in der Tat, es kam nachher keine Kritik mehr an dem Auto. Erstaunlich. So simpel. Ich kann mich übrigens an einen Werbefilm erinnern zur Einführung der S-Klasse. Die hat auch irgendwie damals niemand so richtig verstanden. Da habe ich noch die Bilder vor Augen. Da kommt der aus so einem Dreck über so einen Hügel gesprungen und macht nachher noch so ein 360, was ich ganz interessant fand mit der S-Klasse. Ja. Wie man gedacht hat, wie haben die das denn hingekriegt? Aber ja. Da gab es doch auch so Kritik, dass die Leute gesagt haben, warum wird das Auto so sportlich positioniert? Völlig falsch. Schon, also oder? Der Vorstandsvorsitzende stellte sich auf die IAA bei der Pressekonferenz und sagte, meine Damen und Herren, wir haben auch ein 5-Liter-Auto unter dem Eindruck der Greenpeace-Demonstrationen vor der Tür. Ja. Ja, aber unser 5-Liter-Auto hat 5 Liter Hubraum. Okay, so, ja, geschickt. Also das, wenn man natürlich solche Fehler macht, ist das dann schnell passiert. Also wie gesagt, es ist dann gelungen, das Thema unheimlich gut wegzudrücken. Wie viele Journalisten mussten Sie da fahren lassen? Ich habe das in Gruppen gemacht. Ich habe immer 10 Autos gehabt. Das waren also 10 Journalisten, die Frankfurt-Mallorca fuhren. 10 Mallorca-Frankfurt, 10 Frankfurt-Mallorca. Und das haben wir 5 Wochen so gemacht. Okay. Gab es also doch viele kritische Journalisten? Natürlich, natürlich. Okay. Es war ja auch für Mercedes unvorstellbar. Das war ja Götterbeschmutzung. Ja, das wichtigste Auto, das das Unternehmen baut, den Leuchtturm zu kritisieren. Erstmals in der über 100-jährigen Geschichte. Boah, das war brutal. Das ging nicht. So. Und für mich war es aber ein guter Einstieg. Das nächste Auto war dann ein Jahr später die C-Klasse. Das war dann die erste richtige große Einführung, die ich machen musste. Aber der Vorstand war immer noch ziemlich unter dem Schock der S-Klasse-Kritik. Als ich Ende 92 das S-Klasse-Coupé vorgestellt habe, in Cap Ferrat bei Monaco, kam kein Vorstand zur Medienpräsentation. Weil die sich die ganzen Größe nicht mehr geben wollen? Haben sich nicht getraut, sie wollten mit den Journalisten nichts zu tun haben. Also das war, das Feld war zerstört, die Beziehung war zerstört. Ja, die musste aufgebaut werden. Und wir wissen ja alle, dass sich Motorjournalisten, wenn man sie eingeladen hat von der Industrie, meist im Fünf-Sterne-Bereich tummelte, ja, mit ordentlichen Begrüßungsgeschenken und so. Das war ja damals eine ziemlich wilde Zeit, was das angeht. Aber ich war nie ein Freund dieser Zeit. Ich wollte den Leuten was bieten. Aber ich wollte sie jetzt nicht bestechen oder sowas. Ja. Und da gab es ja Auswüchse von Autofirmen mit Gastgeschenken im 1000-Mark-Bereich damals. Ach, tatsächlich? Ja, so das, viel? Das war nie mein Thema. So. Und ich wollte mit der C-Klasse eine ganz wichtige Einführung, 93, weil das Geschäftsjahr 92 hat Mercedes erstmals mit roten Zahlen abgeschlossen. Auch das war natürlich ein massiver Dämpfer, dass die Firma keinen Gewinn macht, sondern Verlust. Ja. Also nicht, weil ich gekommen bin und so viel verdient habe dort, aber weil die Geschäfte einfach nicht liefen. Und die S-Klasse sich eben nicht in der Form verkauft hat. So, und die C-Klasse wurde von den Journalisten als das Rettungsfahrzeug der Marke beschrieben. Das war die erste C-Klasse nach dem 190er? Nach dem 190er, ja. Es ist mir vorher noch gelungen, den Vorstand zu überzeugen, dass wir eine andere Nomenklatur einführen. Also C-Klasse, E-Klasse, S-Klasse. Das ist uns in einem halben Jahr, haben wir das durchgezogen. Eine komplett neue Nomenklatur durch die gesamte Modellreihe. Das war mir wichtig vor der C-Klasse, weil die Leute wussten teilweise nicht, wenn sie, ich habe immer gesagt, guck doch mal die Gebrauchtwagen-Verkaufsanzeigen an, wie sich die Leute quälen, ihren Mercedes zu beschreiben, damit man weiß, um welches Modell es sich überhaupt handelt. Ja, ja? Das war dann immer W noch was und so. Furchtbar. Und das ist uns gelungen, mit damals noch einem ganz, ganz tollen Marketingkollegen zusammen. Wir waren
kongeniale Brüder, muss ich ehrlich sagen, was ja zwischen PR und Marketing selten der Fall ist. Mhm. Ja, aber wir haben uns wunderbar verstanden. Und ich habe dann die C-Klasse, die als Rettungsfahrzeug der Marke, das muss man sich mal vorstellen. Ja, damals bei Mercedes, das hätte man irgendwo bei einer Autofirma vielleicht sich vorstellen können, nicht bei Mercedes. So, der Rettungswagen, und ich bin in kein Hotel gegangen mit dem Auto. Ich bin auf das zum Schulungszentrum von Daimler auf den Lemmerbuckel gegangen. Ja, das ist, das klingt nicht nach 5 Sterne. Also das Schulungszentrum hat 100 Zimmer, glaube ich, so etwa. Aber das sind maximal 2 Sterne bei klarem Himmel zu sehen. Ja. So, also mehr, die Zimmer hatten keine Minibar und nichts. Ich wollte aber den Journalisten zeigen, ich bin gegen dieses Opulente in der Präsentation. Mir kommt es auf die Inhalte an. Ja? Also ich habe immer gesagt, lieber 5-Sterne-Kommunikation als 5-Sterne-Hotel. Okay. Das ist uns extrem erfolgreich gelungen, die C-Klasse und Mercedes da wieder zurückzubringen. Und wir haben ja dann auch in den Jahren danach mit Jürgen Hubert einen Vorstand gehabt, der die Marke geöffnet hat, der plötzlich ein SLK brachte, ein CLK brachte, die A-Klasse brachte. Ja, also die Modellpalette, die vorher ja nur auf C, E und S basierte und dazu noch ein G-Modell, wurde plötzlich breit. Und hat der die Zielgruppe viel jünger gemacht, ne? Hat unsere Zielgruppe jünger gemacht und hat auch die Marke wieder attraktiviert. Ich hatte damals eine Showcar-Strategie entwickelt, weil wir hatten ja außer der neuen C-Klasse nichts. Die E-Klasse kam 95 erst. Also wir mussten ja 2 Jahre irgendwie die Marke attraktivieren. So. Und da habe ich gesagt, lasst uns von SLK und CLK Studien machen, die schon zeigen, wo es hingehen wird mit dem Originalauto später. Aber damit wir was Attraktives auf die Messen stellen können und den Leuten sagen, glaubt an Mercedes, was in der Zukunft kommt, ist ganz toll und ist emotional und ist dynamisch und nicht mehr verknöchert und der Hut auf der Hutablage oder sowas. Ja. So. Und da hat auch damals Bruno Sacco als Chefdesigner mitgemacht und wir haben 3 SLK-Studien alleine präsentiert auf Messen vorher. 2 CLK-Studien. Und wir haben uns getraut, die A-Klasse 93 auf der IAA als Studie vorzustellen. 4 Jahre vor ihrer Präsentation, Verkaufspräsentation, was sich kein Autofirma bis dato getraut hat. Irre eigentlich, dass man da die Leute 4 Jahre am Köcheln hält. Ja, ich habe mit Vorstandsvorsitzenden anderer Marken, ich will den Namen nicht nennen jetzt, gesprochen, der mir gesagt, du bist total verrückt, das hältst du nicht durch. 4 Jahre ein Produkt kommunizieren, ja, das ist dann schon 4 Jahre alt, wenn es auf den Markt kommt. Eben. Das hältst du nicht durch. So, aber wir haben mit Studien auch gearbeitet, mit Elektrostudie, damals schon A-Klasse als Elektrofahrzeug. War ja ursprünglich geplant, deswegen der hohe Sandwich. Richtig, um die Innovationskraft des Autos zu zeigen. Ja. Wir haben die Sicherheit in den Vordergrund gestellt, nicht das Design. Mit dem Design haben wir dann wirklich erst ein Dreivierteljahr vor dem Verkaufsstart angefangen, mit dem richtigen Design. Vorher haben wir nur sozusagen die inneren Werte des Autos kommuniziert. Und das war fantastisch, weil wir haben erstmals das Internet dafür genutzt. Als erste Firma haben wir A-Klasse-Webseiten 1995 gemacht. Das Wichtigste in Kürze hieß das immer, weil das Auto war ja nur 3,60 Meter lang. Ja, und hatte noch die 56K-Modems, da konnte man auch nicht viel machen. Da konnte man nicht viel machen mit. Ja. So, aber wir haben dann auch einen A-Klasse-Club gegründet. Du konntest dich über die Webseite dann bei einem Club anmelden, dann hast du regelmäßig Informationen bekommen, alles, was es wieder Neues gab. Also so haben wir 4 Jahre das Thema wirklich gedreht und attraktiviert. Wir hatten am Ende 280.000 angemeldete in Deutschland Interessenten für den Newsletter. Das ist schon beeindruckend. Und wir hatten 200.000 Vorbestellungen, bevor das Auto auf den Markt kam. Ich kann mich an eine Sache übrigens erinnern, da werden auch viele sich wahrscheinlich jetzt dran erinnern, die es hören, der Motor, der unterm Boden verschwindet im Crashfall. Ne? Aus Sicherheitsgründen. Ja, also genau. Wir wissen ja da kann ich an die von der Physik her, dass sie vorne etwa, gehen wir mal von Regelcrash aus, das heißt also circa 65 km/h gegen eine unverrückbare Barriere. Das ist ja, sagen wir, der höchste technische Crash, der noch irgendwie handelbar ist. Und da weiß man, ich brauche eine Knautschzone von über 50 Zentimeter, die bei einem Auto von 3,60 Meter nicht da sind. Ja, also die einzige Chance war, bei einem Frontalaufprall löst sich der Motor und schiebt sich unter den Kardan nach hinten und gibt damit
etwa 80 Zentimeter, 90 Zentimeter Crashzone frei. Und damit war das Auto so sicher wie eine E-Klasse. Ja. Gut, also das war mit der A-Klasse ganz fantastisch. Also wir haben eine Städtetour mit Künstlern durch ganz Europa gemacht, mit einer spanischen Performancegruppe, haben wir auf Marktplätzen auftreten lassen und dabei A-Klasse-Informationen gegeben in ganz Europa. Eine komplette Europatour mit einer spanischen Performancegruppe und zirkusähnliche Aufbauten auf den Marktplätzen, alles das. Insofern waren wir alle unheimlich happy bis zum September 97. Ja. So, jetzt ist es aber Zeit, dass ich euch meinen Partner der heutigen Folge vorstelle. Das ist die Firma NordVPN. Das VPN steht für Virtual Private Network und damit sollte sich eigentlich jeder einmal beschäftigen, der im Internet unterwegs ist. Und das seid ihr jetzt schon, weil ihr mich gerade hört. Wenn ihr euch im Hotel oder im Café oder Flughafen oder im Zug oder wo auch immer ins WLAN einloggt, dann kommt ihr oftmals eine Warnung, dass das Internet gerade nicht sicher ist. Mit einer VPN-Verbindung von NordVPN könnt ihr diese Warnung ignorieren, denn die graben eine Art Tunnel zwischen eurem Handy oder Laptop und der Seite, die ihr aufruft, und dann kann man die Verbindung von außen nicht mehr angreifen. Aber nicht nur die Sicherheit ist ein Top-Feature, ihr surft außerdem anonym und ohne, dass man sieht, aus welchem Land ihr gerade kommt. Und wozu ist das jetzt wichtig, wenn man eigentlich gar nichts zu verbergen hat? Naja, stellt euch vor, ihr seid im Ausland und wollt Formel 1 auf Sky Go sehen. Dann kommt die Meldung, dass sie leider keine Übertragungsrechte außerhalb Deutschlands haben und ihr das nicht sehen dürft. Dann klickt ihr einfach in eurer NordVPN-App, dass ihr über einen deutschen Server oder von einem aus den 58 anderen Ländern online gehen wollt und der Welt des Streamens steht nichts mehr im Wege. Und wenn ihr gar nichts umstellt, dann werdet ihr die App übrigens gar nicht bemerken. Ihr surft nur mit dem guten Gefühl, maximal sicher unterwegs zu sein. So. Und jetzt wollt ihr natürlich wie bei jedem guten Gebrauchtwagen Höckerkauf mal wieder nicht den vollen Preis zahlen. Das könnt ihr haben, geht auf www.nordvpn.com/autopodcast. Dort findet ihr alle Infos und mit dem Codewort Autopodcast bekommt ihr den 2-Jahres-Plan momentan richtig günstig. Alle Infos auch in den Shownotes und hier geht's jetzt weiter mit meinem Gast Wolfgang Inhester. Das war aber dann sozusagen September 97 war der Prolog. Das Bühnenstück war dann im Oktober 97, ja. Ja. Und im August war sozusagen der Prolog vor dem Prolog. Das war nämlich der tödliche Unfall von Prinzessin Diana, die ja in Paris in einer S-Klasse tödlich verunglückt ist. Übrigens der ehemalige Dienstwagen meines PR-Chefs in Paris. Ach, tatsächlich, einen Gebrauchtwagen hat sie gehabt. Ja, das so. Und an diesem 31. August 97 stehe ich morgens um 8 Uhr im Badezimmer, rasiere mich und ich höre im Radio, Prinzessin Diana ist heute am frühen Morgen in Paris mit einer S-Klasse 600 tödlich verunglückt. Hey, was ist das? Schnell meine Frau geweckt, ich sage, zieh dich an, heute gibt es viel Arbeit. Ja? Dann bin ich ins Fernsehzimmer, habe eingeschaltet BBC und da war Breaking News und da sah ich gerade, wie diese total, das Bild habe ich heute noch vor Augen, wie diese total zertrümmerte S-Klasse auf den Abschlepper gehoben wird. Das Bild hat jeder vor Augen. So, ja. Ja. Und es hat nicht mehr lange gedauert, es war so gegen 8:30, rief der Werkschutz an, Mercedes, weil über den sind alle Telefone an Wochenenden geschaltet. Mhm. Herr Nester, wir haben unheimlich viele Journalistenanfragen. Was sollen wir denn mit denen machen? Sag ich, wie viel sind es denn? Ja, der sagt, minütlich. Ja, sag ich, gut, dann habe ich keine Zeit, ins Werk zu kommen. Dann stellen sie die mir alle nach Hause. Ja, ich beantworte die dann halt hier. Ja. So. Und es war dieser Sonntagmorgen einer jener Tage, wo niemand, den ich gebraucht hätte, erreichbar war. Also die Vorstände waren alle in Fliegern weg von Stuttgart oder auf dem Weg zurück nach Stuttgart. Der oberste Sicherheitsentwickler war in einem Wohnmobil mit ausgeschaltetem Handy in Südfrankreich. Und ich saß da bei mir zu Hause im Büro ganz alleine und sah das, was die ganze Welt in dem Moment sah und sollte jetzt einen Kommentar abgeben dazu. Ohne Infos. Wie es zu dem Crash kam, wie schnell das Auto war. Gar nicht. Ich habe nur das Breaking News im Fernsehen vor mir. So. Und wie das dann so ist, manchmal hat man Glück im Leben. Mir war klar, der ist natürlich mit überhöhter Geschwindigkeit gegen eine unverrückbare Barriere. Klar. So. Also, das heißt, in der Welt der Automobilsicherheit, es war ein GAU.
Der größte anzunehmende Unfall, für den es keinen Schutz gibt. Also die Physik hört irgendwann im Auto auf. Sowohl die des Autos als auch die des menschlichen Körpers. So. Und das ist so bei etwa 65, 70 der Fall in der Regel. Ja? So. Deshalb gibt es kein Auto, das Crashtests oberhalb dieser Geschwindigkeiten aushalten kann. Das geht eigentlich gar nicht. So. Also habe ich gesagt, okay, das Auto hatte einen Unfall, den man in der automobilen Fachwelt als GAU bezeichnet. Dafür gibt es keine Entwicklung auf der Welt, die ein Auto, egal welcher Marke, schützen kann. Ja, wir bedauern das zutiefst, dabei Prinzessin Diana und ihre Mitfahrer getötet wurden. Und wir haben ja eine Unfallforschungsabteilung in Stuttgart, die steht abflugbereit, wenn die Polizei in Paris wünscht, dass wir bei der Ermittlung der Unfallursache uns beteiligen. Weil mir war klar, die Welt wird durch diesen Tod von der Diana in Schmerz verfallen, in Trauer verfallen. Und wenn wo Trauer ist und Schmerz, ist das Wichtigste, was du signalisieren musst, Hilfe. Du bist bereit zu helfen. Ja? Und das war mein Satz, wir helfen gerne bei der Ermittlung der Unfallursache, nicht bei der Untersuchung des Autos. Ich wollte das alles vom Auto weghaben. Deshalb die Beschreibung GAU als größter anzunehmender Unfall, egal für welche Marke. Und hier Ermittlung der Unfallursache. Die waren natürlich nicht abflugbereit, aber man hätte die zusammenbekommen. Und die Mercedes-Unfallforscher waren damals schon geniale Typen. Also die legendäre Sicherheit der Mercedes-Autos ist denen zu verdanken, die oft ausrücken, wenn Unfälle gemeldet werden mit einem Hergang, der ungewöhnlich ist. Dann fahren die zum Unfallort, untersuchen das Auto und ziehen diese Ergebnisse als Forschung wieder in die Sicherheitsentwicklung hinein. Okay. Ja, das ist wunderbar. So, also der Anruf kam nicht natürlich aus Paris. Dann mittags hatte ich dann den Chef von Mercedes France am Apparat und wusste, es ist kein 600er, sondern nur ein 280er einer Mietwagenfirma in Paris, die das Auto von Mercedes Paris gekauft hatten als Mietwagen, der aber dann mal gestohlen wurde und ziemlich entkernt auf einem Autobahnparkplatz gefunden wurde, wieder hergerichtet wurde und dann als Mietwagen eingesetzt. Daraus entwickelten sich dann in der Folge natürlich eine ganze Menge von Verschwörungstheorien. Was hat da irgendein Geheimdienst vielleicht in der Zeit in das Auto eingebaut? Ist das Auto fremdgesteuert worden? Hatte das einen geplanten Fehler drin? Und. Also Verschwörungstheorien ohne Ende. Ja. Wir hatten dann aber, Gott sei Dank, sage ich nochmal, das Statement musste ich nie revidieren. Das, was ich da so ad hoc gegeben habe, steht bis heute, musste ich nicht revidieren. Und sie war ja auch noch nicht angeschnallt, glaube ich. Ne? Das, auch noch so das haben wir zu dem Zeitpunkt noch nicht gewusst. Nee, aber in der Tat, es war keiner in dem Auto angeschnallt. Wir haben ja dann Monate später auf Einladung der Pariser Polizei Zugang zu dem Auto bekommen, konnten es uns auch anschauen und wurden dann gebeten, selbst diesen Crash zu simulieren, um herauszufinden, wie etwa die Endgeschwindigkeit gewesen sein sollte, könnte. Wir haben dann 3 Crashtests gefahren in Sindelfingen in der Crashanlage mit S-Klassen gegen eine unverrückbare Barriere und kamen dann zu dem Ergebnis, dass die Crashgeschwindigkeit zwischen 112 und 119 km/h gewesen sein muss, anhand der Deformationen am Auto. Aber dafür mussten Sie 3 S-Klassen zerschmettern. Okay. Mercedes macht über 1000 Crashtests im Jahr. Ja. Rechts mal vor, was sie am Tag an Autos kaputt fahren. Ja? Kommst du auch nicht mehr drauf an? Dann kommst du nicht mehr drauf an. Nein, wir haben es auch sehr gerne gemacht, weil wir hatten ja selbst ein Interesse drin. Ja. Das Phänomen bei der Sache war, das Auto war exzellent nach dem Unfall noch. Es war ja nicht das Auto, das wir gesehen haben, als es auf den Hänger, auf den Transporter drauf kam. Da war es ja schon zerschnitten. Eben. Da hatte man das Dach schon weggeschnitten, die Türen rausgerissen und so. Das Auto ist in der Karosserie bei dem Unfall nicht zusammengebrochen, was kein Mensch vorher geglaubt hätte, dass das möglich ist. Okay. Ja, es ist nicht zusammengebrochen. Es saßen 4 Leute drin, die 4 verschiedene Unfälle hatten in dem einen Auto. Keiner angeschnallt, der Fahrer ist zerquetscht worden am Lenkrad, dadurch, dass der Dodi von hinten nach vorne geflogen ist und sozusagen den Sitz so weit nach vorne gedrückt hat, noch, dass der Fahrer zwischen Airbag, Lenkrad, Airbag und Rückenlehne zerdrückt wurde. Dodi hatte Kopfverletzungen durch die B-Säule, die tödlich waren. Der Beifahrer vorne hat überlebt, der Bodyguard.
Der hatte nur schwere Armverletzungen links, weil der ist in den Airbag geflogen und dann ist der linke Arm Richtung Lenkrad und das Lenkrad ist nach innen gekommen und da hat er sich verletzt, hat aber überlebt. Das muss man sich vorstellen, einen solchen Unfall unangeschnallt zu überleben. Und Prinzessin Diana, die, wie der Experte sagt, out of position im Auto lag, die war also sozusagen im Arm von Dodi. Die ist runter in den Fußraum gefallen, war auch am Anfang noch bei Bewusstsein, hatte aber eigentlich auch keine sichtbaren schweren körperlichen Verletzungen. Und ich wage heute die Behauptung, dass sie in Amerika überlebt hätte, weil die Amerikaner haben ein anderes Rettungssystem als wir. Ob unseres besser oder schlechter ist, will ich nicht bewerten. Ich glaube eher, unseres ist noch besser. Aber bei denen ist es simpel. Wenn jemand verunglückt, schwer verletzt ist, dann kommt er in das nächste Transportmittel hinein, egal was es ist, und wird so schnell es geht zum Krankenhaus gefahren. Ja. Wir kommen an mit Rettungswagen, die wie OP-Säle ausgestattet sind und machen das Unfallopfer, den Patienten, zunächst mal transportfähig vor Ort und fahren ihn dann, wenn wir sicher sind, er ist transportierbar, ins Krankenhaus. Und der Rettungswagen mit Prinzessin Diana stand fast eine Stunde noch am Unfallort und dort wurde sie behandelt. Was man da nicht erkannte, sondern unmittelbar nach Einlieferung dann in das Krankenhaus war, waren die inneren Blutungen. Und sie ist innerlich verblutet. Die konnte man dann nicht mehr stillen, obwohl man also den Oberkörper geöffnet hat. So, hätte man sie direkt ins Krankenhaus gefahren, hätte man die Blutungen sofort erkannt und hätte dadurch möglicherweise sie retten können. Wenn alle angeschnallt gewesen wären, hätte man vielleicht sogar fast auch sagen können. Da wage ich gar nicht zu behaupten, was dann passiert wäre. Ja, nämlich wahrscheinlich noch weniger als dem Bodyguard passiert ist. Ja. Wenn der Bodyguard angeschnallt gewesen wäre, wäre nicht mit der linken Hand mit dem Lenkrad in Verbindung gekommen. Wahrscheinlich ausgestiegen einfach. Sowas, ja. So. Also das Auto war für diese Art von Unfall sensationell im Fahren. Hat niemand vorher jemals gedacht, dass das möglich ist. Gut, das war der August 97, als das sich so nach einer Woche gelegt hatte, sagte ich meiner Frau, jetzt glaube ich, haben wir so das Schlimmste hinter uns, was man bei Mercedes überhaupt erleben könnte. Ja, und das haben wir ganz gut geschafft, dass es dann Wochen später noch viel, viel schlimmer gab. Jetzt nur noch die kleine A-Klasse auf den Markt bringen. Die ja damals schon ein Erfolgsauto war. Man muss sich mal vorstellen, wir hatten in der ersten Septemberwoche Verkaufsfreigabe für Werksangehörige und Familienmitglieder in Sindelfingen. Da ist das Telefonnetz in Sindelfingen zusammengebrochen. So viele Leute wollten sich per Telefon ein Auto reservieren. Es war ein Hype um dieses Auto. Ja. 200.000 Bestellungen damals. Ja. Ja, so. Und das hat uns natürlich auch beflügelt. Vielleicht waren wir dadurch auch, ehrlich gesagt, ein bisschen blind geworden. Ich will das nicht ausschließen. Jedenfalls bekam ich Mitte September von meiner dänischen PR-Kollegin, Mitarbeiterin, einen Anruf. Die Jury Car of the Year macht ihren jährlichen Testtag auf einem Flughafengelände, wo die das immer machen, in Dänemark. Und die haben das Auto heute Morgen gefahren, die A-Klasse mit 4 Leuten besetzt und die hat sich auf 2 Räder hochgestellt auf diesem Flughafengelände. Und sie hat keine Möglichkeit zu argumentieren, sie weiß nicht, was der Fehler sein könnte, ob ich nicht sofort nach Dänemark komme mit dem Fahrzeugingenieur und wir den Journalisten Car of the Year Europa, wichtigster Preis damals, ob denen Rede und Antwort zu stehen. Also sind wir nachmittags der zuständige Fahrwerksentwickler und ich nach Dänemark geflogen mit der Firmenmaschine und haben uns dann abends den Fragen der Journalisten gestellt. Also ja. Da gehen aber auch schon richtig die Alarmglocken an, ne? Also mit Fahrwerksentwickler und allem. Ja, also volles natürlich. Also, da wird nicht irgendwie, obwohl wir nicht keinen Grund gesehen haben. Ja. Natürlich kippt mal, wenn man Millionen Testkilometer fährt mit dem Auto, kippt man Auto um. Ja, aber dass man den Grund in einem Fehler im Fahrwerk gefunden hätte, der war bis dato nicht gegeben. So. Also es war vielleicht ein Fehler, dass ich sogar mit dem Fahrwerksingenieur da war und nicht mit dem Unfallforscher. Das wäre vielleicht noch besser gewesen. Aber das ist eine andere Geschichte. Jedenfalls, wir flogen nach Dänemark. Die haben uns dann noch am frühen Abend versucht, diesen Test, den wir nicht kannten bis dahin, dieser sogenannte, dann später von mir erfundene Elchtest, nachzustellen. Und es ist ihnen nicht mehr gelungen. Das Auto ging nicht mehr auf 2 Räder. Also für uns war es ein Rätsel. Es war für alle ein Rätsel. Okay, also ja. Sie waren auch mit 4 Leuten da drin und Sie haben es nicht nachgestellt. Haben es nicht mehr geschafft. So, okay. Dann am nächsten Morgen haben sie es nochmal probiert.
und hatten den Verdacht geäußert, dass ich veranlasst hätte, in der Nacht das Fahrwerk umzubauen. Also es gab absurde Sachen. Man sagte uns ins Gesicht, das Auto ist lebensgefährlich. Okay. Das müssen Sie sich mal als Mercedes-Mann anhören. Ja. Verstehen Sie? Das ist ja, das geht ja eigentlich gar nicht. Mhm. So gut, aber wir kamen zu keinem Ergebnis. Es war nicht mehr reproduzierbar. Wir sind wieder zurückgeflogen. Ich war am Nachmittag wieder in Stuttgart und werde das auch nie vergessen. Ich gehörte zu einem fünfköpfigen Strategiekreis von Jürgen Huppert. Wir trafen uns einmal im Monat zwei Tage zu einer Klausur, wo wir nur über Strategien fantasiert haben. Also die Strategien, die weit in der Zukunft liegen vielleicht, ja, oder Möglichkeiten. Das waren wirklich Fantasietage, aber intensiv und auch ertragreich. So, und wir hatten wieder eine dieser Strategieklausuren und ich bin direkt vom Flughafen dorthin gefahren und komme dort an und setze mich in die bereits laufenden Diskussionen. Und Jürgen Huppert sagte zu mir, was ist denn los mit dir? Du gefällst mir heute gar nicht. Und da sage ich, ich will Ihnen mal was sagen. Wenn Sie von Journalisten angeplefft werden, Sie haben ein Auto, das lebensgefährlich ist, ja, dann kann ich hier nicht normal sitzen. Es tut mir leid. Ja, das ist ein Zustand, den ich mir als Mercedes-Mann nicht vorstellen konnte bisher. Ja. Und deshalb stehe ich unter Schock. Ja, ich stehe unter Schock. Ja. Ah, okay, was machen wir jetzt? Okay, dann wurde der Auftrag erteilt. Es gibt ja im Oktober eine sogenannte Alpenfahrt. Das ist eine Abnahmefahrt des Vorstands von dem aktuellen Autos. Und da werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, also in 6 Wochen. Ja, hat die Entwicklung den Auftrag, da mal nachzugehen und sich damit zu beschäftigen. Gut. Also man hat es ernst genommen, aber man wusste nicht, dass eigentlich schon eine Zündschnur, eine weitere, brennt. Es war Mitte September. Mitte Oktober waren wir alle, der gesamte Vorstand und auch mein ganzes Presseteam, in Tokio auf der Tokyo Motor Show. Und wir saßen abends im kleinen Kreis beim deutschen Botschafter, als mein Handy klingelte und das es damals Gott sei Dank schon gab. Ja. Und man mir sagte, also meine PR-Chefin aus Dänemark anrief und sagte, sie hätte gehört, Konjunktiv 10. Stufe, dass möglicherweise am heutigen Tage auf einem Flughafen bei Kopenhagen eine A-Klasse umgefallen sei. Okay. Weitere Informationen hat sie nicht. Bei Mercedes-Benz Schweden hat sie niemand mehr erreicht. Wie es damals noch so war, ne? Wie das so war. Ja. Ja. Gut, also wir waren jetzt dann richtig in Alarmstimmung. Das war aber am Abend, da haben wir gesagt, okay, jetzt gehen wir erstmal vom Botschafter ins Bett und am nächsten Morgen gucken wir mal, wie die Lage war. Dann haben wir Zugang und dann stimmt auch die Zeitverschiebung. Dann können wir noch telefonieren, alles rausfinden. An dem Morgen lagen aber schon die ersten Presseclippings vor, auch von deutschen Zeitungen, die davon berichtet haben, Skandal in Schweden, A-Klasse beim Test umgekippt. Die Bild-Zeitung hatte das groß auf dem Titel, ne? Selbst Handelsblatt hatte das. Ja, so. Also, war da schon das Thema wirklich in der Krisensituation. Und Jürgen Schremp als Daimler-Vorstandsvorsitzender hatte in seine Suite im Hotel geladen zu einem Meeting, zu einem Krisenmeeting. Hat das Thema aber viel zu leicht genommen, er persönlich. Ja? Tatsächlich. Als ich dann gesagt hatte, ich glaube, wenn das vorbei ist, ist nichts mehr, wie es war. Ja. Und da hat er zu Jürgen Huppert gesagt, Jürgen, was bezahlst du dem Schwarzmaler da eigentlich im Monat? Okay. Ja, also das ja. Nach dem Motto, das kann ja alles wohl nicht wahr sein hier, worüber wir reden. Gut, jetzt ist es natürlich so, wenn Sie aus Tokio ein Gewitter in Europa sehen, dann sehen Sie das nur noch als Wetterleuchten. Ja, das heißt, wir waren nicht in der Lage, die wirkliche Dimension aus Tokio heraus zu erkennen. Das ist was anderes, wenn man am Bahnhofskiosk steht und alle Zeitschriften darüber berichten. Ne? Das, ja. Wir konnten die Dimension, es war uns bewusst, es kommt was auf uns zu, ja. Aber die Dimension konntest du von Tokio aus nicht erkennen. Ja. Und wir hatten nicht den Internetzugang, wo du dann schnell mal die Zeitung alle durchgegoogelt hast. Oder sonst gab es ja alles nicht. Klar. So, also haben wir uns entschlossen, wir hatten noch eine Pressekonferenz in Tokio schnell zu machen. Das war die Vorstellung einer Maybach-Studie. Mhm. Die haben wir so als
als Pflichtübung abgerotzt, Entschuldigung, ja, weil eigentlich waren wir gedanklich schon alle im Flieger nach Deutschland. Klar, so. Ja. Und die deutschen Journalisten hatten das natürlich inzwischen auch mitbekommen und die stürzten auf mich, was ist denn da passiert? Was ist das für ein Test? Den kennen wir ja gar nicht und so. Und da habe ich gesagt, naja, ihr kennt ja Schweden und ihr wisst dort, die Elche, die stehen manchmal ein bisschen dumm auf der Straße rum, weichen nicht aus, musst also mit dem Auto drum herumfahren. Das ist quasi ein Elch-Ausweichtest. Weil es war mir wichtiger, anstelle zu sagen, klar, ja, es ist ein Kinderwagen-Ausweichtest. Ja, klar. So, ja. Ich wollte das ja wegbringen von der Gefahr mit Menschen. So, also, dass man beim Tier ausweichen muss, dann hat man Glück und ist froh drüber, dass es funktioniert. Deshalb habe ich gesagt, es ist ein Elch-Ausweichtest. So, und daraus wurde dann halt der Begriff Elchtest. Das gab es vorher nicht, das Wort. Bekannte schwedische Elchtest. Ich wusste nur, dadurch, dass ich einen Monat vorher in Dänemark war, was das für ein Test ist. Ja, das ist offiziell in Skandinavien hieß der Klister-Klenning-Test, weil ein Journalist diesen Test erfunden hat zu einer Zeit, wo es noch kein ABS gab. Deshalb war der auch nie für die europäische Autoindustrie von Relevanz, denn wir hatten alle ABS. Also ich habe noch Führerschein gelernt zu einer Zeit, wo es hieß, Lenken und Bremsen zusammen geht nicht. Ja, genau, also entweder genau. Du lenkst oder du bremst, aber bitte nicht zusammen, blockieren die Räder, geht's irgendwo hin, wo die Schwerkraft dich hinwirft. Aber durch ABS ist ja Lenken und Bremsen gang und gäbe. Nur dieser Test hat sich trotz ABS gehalten. Das heißt also, eine Spurgasse links 90 Grad, rechts 90 Grad, links 90 Grad und das alles mit einer Geschwindigkeit um 60 herum, ohne das Auto zu bremsen. Also durchrollend. Ja, okay. Links 90, rechts 90, rechts 90, links 90. Das sieht schon spitz aus, wenn man das so auf Filmen sieht. Also das richtig, sieht schon aus, aber keine Autofirma hat den als Test ins Programm reingenommen gehabt. So, also habe ich dann aus Tokio noch kurz vor dem Abflug den Chef von TÜV Süd angerufen in München und habe ihn gebeten, Experten sofort loszuschicken. Ich schicke ihnen eine A-Klasse und die sollen den Test sofort nachfahren. Bei laufender Kamera und Fotos und Geschwindigkeitsdokumentation, um herauszufinden, wo der Fehler liegt. Und das hat der TÜV Süd auch sofort gemacht. Als wir in Deutschland gelandet sind, lagen schon die ersten Videokassetten. Beachte das Wort Kassette. Ja. Haben Sie es nicht auf YouTube runtergeladen? Nein, nicht. Lagen schon die ersten Videokassetten da mit dem TÜV-Test. Und dieser TÜV-Ingenieur fuhr mit 69 und 70 km/h diesen Test, diese Spurgasse, während der schwedische Journalist, der das Auto umgekippt hat, ein gewisser Robert Collin, das Auto angeblich bei 60 aufs Dach gelegt hat. Also wir standen vor Rätseln. Wir wussten wirklich nicht, wem soll man jetzt glauben. Aber auf der anderen Seite waren die Bilder, die wir vom TÜV Süd hatten, die Filme, so eindeutig. Nur, es reichte alles nicht mehr. Die Diskussion in den Medien und in der Öffentlichkeit war inzwischen so emotional geworden. Mhm. Die Taz hat geschrieben, hurra, jetzt können wir Mercedes in die Fresse hauen. Ja, und solche Sachen. Das war Mercedes und ein Sicherheitsproblem. Ja, das war bis dato unvorstellbar. Ja, und die ganze Sache war so emotionalisiert, dass wir mit Fakten gar nicht mehr durchdringen konnten, das Ganze. Ja. Und es ist einfach so, in Krisenzeiten herrscht Emotionalität auf der Öffentlichkeitsseite und Rationalität auf der Industrieseite. Und beides kommt nicht zusammen. Das sind zwei verschiedene Sprachen. Das heißt, mit allem, was wir gesagt haben nach außen, ja, sind wir gar nicht mehr durchgedrungen. Ja, das wurde lächelnd abgehakt. Fertig. Ich bin dann von Stuttgart aus direkt am Abend noch, als wir von Tokio zurück waren, nach Papenburg geflogen. Also Bremen und dann Papenburg, wo wir ein großes Testzentrum hatten. Und dort waren für die Nacht 16 A-Klassen angekündigt, damit wir am Samstag testen konnten. Mhm. So. Und dann haben wir den ganzen Samstag, haben wir Elchtest gefahren. Und es ist nichts passiert. Und es ist nichts passiert. Das Auto hat, Fahrer schlecht geworden, das Auto hat noch nicht einmal das Beinchen gehoben. So. Okay. Und in der Nacht, Samstagnacht auf Sonntag, kamen zwei A-Klassen noch nachgeliefert auf einem Transporter, die als erste Autos ESP drin hatten. Und dann haben wir die Nacht noch ESP getestet und da war klar, wenn du ESP in dem Auto hast, kannst du es gar nicht mehr kippen. Mhm.
Ja, weil da ist der Haftgrund weg. Ja, dann bremst das Auto schon, bevor es so viel Seitenkräfte aufbauen kann in dieser Spurgasse, dass es möglicherweise mit einer Gegenlenkung übers Dach geht. Mit ESP unterbricht der Bremsvorgang sofort die enorme Seitenkraft und fängt an zu rutschen. So, und damit ist Kippen nicht mehr möglich. Und ich habe dann morgens, werde ich nie vergessen, um 4:30 Jürgen Hubert angerufen zu Hause und habe ihm gesagt, wenn wir verhindern wollen, dass noch A-Klassen umkippen und dann vielleicht das Werk Rastatt geschlossen werden muss, dann lass uns ESP serienmäßig einbauen. Und das war dann 2 Tage später am Dienstag in der Vorstandssitzung, war das auf der Agenda und wurde auch verabschiedet. Mercedes macht in aller A-Klassen als erstes Auto überhaupt ESP serienmäßig. Aber war das nicht dann eigentlich der preisliche Super-GAU? Weil das war doch eine Nachrüstung. Das war ein 600-Millionen-GAU. Ja, eben. Und ja. Man hat doch eigentlich gesagt, den verdienen wir mit der Generation kein Geld mehr. So, nichts. Das war weg. ESP war damals um 1200 Mark. Ja. Und das in einem Kleinwagen. Ja, ja, das ist ja eigentlich... Wie am Limit kalkuliert ist. Hatten Sie echt Kontakt zu dem Journalisten damals? Zu spät. Großer Fehler, auch von mir. Wir waren natürlich zunächst mal so geschockt, dass wir leider nicht unmittelbar danach den Kontakt zu dem Journalisten gesucht haben. Es hat eine Woche gedauert. Ah, okay, na gut. Ja, es war aber trotzdem zu lang. Zu lang. Ja, also ich habe nach einer Woche den Journalisten nach Stuttgart eingeladen zum Gespräch mit dem Vorstandsvorsitzenden, also Jürgen Hubert. Okay. So. Wie war der da? Also war das? Wir haben uns gut und fair, also wir haben emotionslos miteinander uns unterhalten. Und er hat gesagt, er hat das Auto normal gefahren, das Auto ist umgefallen bei 60 km/h. Was uns nicht gelang. Wir haben Tag und Nacht getestet. Wir hatten uns in Idiata bei Barcelona, in Nardo in Italien und Papenburg, 3 Testzentren, komplett geblockt, dass wir immer dort testen konnten, wo gerade trockene Straßenverhältnisse waren. Ja, weil wir wollten das herausfinden. Mhm. Es war nicht so, dass wir das nicht ernst genommen. Wir haben das Ganze todernst genommen. Ja. Aber wir kamen nicht zu einem Ergebnis. Und ich wurde dann Chef des Krisenteams und ich konnte nicht, wir haben jeden Tag getagt, ab 18 Uhr am Abend, ein rollierendes System, das ich bis heute noch so bei Firmen mache, die ich in Krisenmanagement berate. Ja, also der Krisenstab trifft sich um 18 Uhr und macht Open End, bis 20 Uhr oder Open End. Und alles, was dort entschieden wird, wird von den Leuten vor Ort am nächsten Morgen in die Fachbereiche hineingegeben, mit der Aufgabe zu prüfen, ob machbar, bis wann, zu welchen Kosten. Und bei der nächsten Krisensitzung am Abend müssen die das Ergebnis schon vorlegen, aus den Fachabteilungen. Ist es machbar, zu welchen Kosten, bis wann? Und dann entscheidet das Krisenteam final, wir machen es oder wir machen es nicht. Okay. Also so haben wir ein rollierendes Entscheidungssystem in 24 Stunden Abständen gehabt und wir konnten extrem schnell reagieren. Und es waren in dem Krisenteam Leute aus allen Bereichen, aus Vertrieb, Marketing, Entwicklung, Fahrwerk, Gesamtfahrzeug, alles dabei. Gut, der Colin kam, wir hatten ein wirklich vernünftiges Gespräch, wir haben uns zusammengerissen. Also es war schwer, ja, weil irgendwie haben wir dem Journalisten, der natürlich aussah wie der Prototyp eines schwedischen Waldbauern, ja, der perfekt natürlich in das mediale Bild hineinpasst, mit relativ gutem Deutsch, was er sprach, ja, okay, der war für jede Talkshow geeignet. Dieser kleine Typ schmeißt Mercedes aufs Dach. Das war ja David und Goliath. Ja, klar. Also ein gefundenes Fressen auch für die Presse. Ne? Es war ein Rollenspiel par excellence. Ja, genau. Besser konnte man sich nicht aussuchen. Ja. Also wenn da vorher ein Casting hätte gemacht werden müssen, es wäre perfekt gewesen. Gut. So haben wir getestet, Tag und Nacht. Wir haben das ESP durchgekriegt. Wir haben entschieden, die Produktion runterzufahren in Rastatt. Wir haben entschieden, nicht das Werk zu schließen, weil uns war klar, das sagen auch die, haben auch die Experten gesagt, wenn sie ein Werk schließen, es ist unheimlich schwierig, wieder anlaufen zu lassen. Okay. Also haben wir gesagt, wir lassen es low-key, bauen die Autos bis aufs Fahrwerk fertig, ja, fahren aber die Produktion runter und stellen die Autos dann eben auf Lagerflächen, die dann irgendwann nicht mehr gereicht haben. Und wir waren gezwungen, ausgerechnet die Autos auf einen Parkplatz einer Transportfirma zu stellen in dem Ort Kippenheim.
Passt das sind dann so die Randsachen, wo man dann vielleicht doch ab und zu mal noch ein bisschen lächeln konnte. Nach 3 Wochen, die Presse hatte die Gülle über uns gekippt. Also das hat es ja bisher nie gegeben in der Dimension. Und wir wussten uns auch nicht zu wehren, weil wir haben sogar 4 Tage nach dem Vorfall eine Pressekonferenz in Stuttgart gegeben und haben versucht, physikalisch zu erklären, dass bestenfalls vielleicht ein abgesprungener Reifen von der Felge der Fehler sein könnte. Mhm. Ja, weil wir wussten nichts anderes. Mhm. Also wir haben in der Nacht noch eine Vorstandssitzung gehabt und wir sind in der Vorstandssitzung zu keinem Ergebnis gekommen, was wir am nächsten Morgen um 11 Uhr in der Pressekonferenz sagen könnten. Aber es gab keine Videoaufnahmen von dem echtes Bilder selbst. Eine Bilderserie. Aber daraus kommt man auch nicht schlussfolgern. Aber schöne Bilder, wo gerade einer auf einer Trage neben dem Auto von Rotkreuz weggefahren wird und so, obwohl es keine Verletzten gab. Wir haben ja auch den Robert Collin gefragt, was haben Sie sich denn gedacht, als der Wagen auf dem Dach lag? Normal ruft doch dann ein Journalist die Presseabteilung an und sagt, ich habe das Auto gekippt, kann ich nochmal einen Test mit einem anderen Auto machen? Irgendwas hat da möglicherweise nicht gestimmt. Warum haben Sie Mercedes nicht angerufen? Mhm. Haben Sie nicht daran gedacht? Da hat er wortwörtlich gesagt, ich habe schon dran gedacht, aber vielleicht nur 10 Sekunden. Und dann habe ich mir gedacht, da mache ich lieber eine große Story draus. Und da hat ein Rotkreuzwagen gerufen, wo die einen mit der Halskrause weggefahren haben, obwohl das alles nicht notwendig war. Ach, tatsächlich? Ja, auch so, ja, okay. Geschichte. Ja. Perfekt gemacht. Ja. Perfekt gemacht. So, nach 3 Wochen wirklich massivster Presse, wie ich sie auch bis heute nicht mehr erlebt habe. Also selbst der VW-Diesel-Skandal war in der kritischen Dichte in der ersten Phase nicht auf dem Niveau wie bei der A-Klasse. Mhm. Ja. Und uns fiel das Auto nicht um. Wir haben Tag und Nacht getestet. Ich habe vielleicht selbst 120 Echtests gefahren. Teilweise die Autos so hart rangenommen, dass schon die Ingenieure gesagt haben, lass das Auto ganz, bitte. Wir haben nicht so viele. Ja, so. Und nach 3 Wochen bekomme ich morgens früh um 9:30 etwa einen Anruf vom Entwicklungsvorstand, der mir erzählte, dass auf dem Testgelände Malmsheim bei Stuttgart, westlich von Stuttgart, ehemaliger Flughafen, damals noch genutzt von Privat- und Hobbyfliegern, bei Eigentests, bei Selbsttests von den Ingenieuren eine A-Klasse umgekippt ist. Ah, sage ich, denn Gott sei Dank, dann wissen wir ja jetzt wahrscheinlich, wo der Fehler liegt. Ja, sagt er, aber deshalb rufe ich Sie nicht an. Ich rufe Sie an, weil meine Ingenieure sagen mir, da war ein Fotograf im Gebüsch mit einem langen Teleobjektiv. Hey, Mensch, Sie haben auch ein Glück gehabt. Ja, was machen wir denn jetzt? Dann habe ich gesagt, geben Sie mir mal ein bisschen Zeit zum Nachdenken, ich rufe Sie gleich wieder zurück. Dann habe ich ihn zurückgerufen, nach einer halben Stunde gesagt, passen Sie auf, wir haben doch so viel Fremdfabrikate im Pool. Jetzt schicken Sie Ihre Leute mit allen Fremdfabrikaten, die Sie kurzfristig jetzt kriegen können, nach Malmsheim. Mhm. Ich schicke ein Kamerateam hin und einen Fotografen und dann werfen wir die alle aufs Dach. Wieso Malmsheim? Sie wussten, dass der Asphalt eine höhere... Das wussten wir zu dem Zeitpunkt noch nicht. Ich habe nur gedacht, wenn die A-Klasse da kippt, dann kriegen wir auch einen anderen aufs Dach. Dann liegt es an der Erdstrahlung. Weil wir wussten ja eigentlich von der Physik her, dass man jedes Auto aufs Dach legen kann. Mhm. Ja, durch geschickte Lenkradbewegungen. Mhm. Ich glaube, wir waren 14 Autos oder sowas dann da am Nachmittag. Aber der Fotograf war natürlich nicht mehr da. Denn damals wurde ja nicht digital fotografiert, sondern noch mit klassischem Film. Ja. Und der hatte natürlich nach dem Schuss mit der gekippten A-Klasse und Mercedes-Ingenieuren da drauf, dann ist der nach Hause, hat entwickelt und hat das natürlich an die Medien gegeben. Mhm. So, wir hatten keinen Fotografen von draußen mehr dabei. Gut, aber... Es war nicht verkehrt, die Entscheidung, im Nachhinein betrachtet, weil wir haben die 14 Autos locker aufs Dach gelegt. Alle. Tatsächlich, also Sie haben gemerkt. Vor laufender Kamera, fotografiert, alles dokumentiert. Ganz klein und fein. Mit Geschwindigkeitsmessgerät, mit Lichtschranke. Es war alles, sagen wir mal, überprüfbar. Okay. Und ich kam dann zurück ins Büro und da lag schon eine ganze Reihe von Rückrufen. Bitten, ja, also Deutsche Presseagentur, Stern, Spiegel, alle. Ging schon wieder los. So, angerufen, zurückgerufen. Wir haben ein Bild von einer umgekippten A-Klasse. Sag ich, glaube ich, kenne ich das Bild, habe ich inzwischen auch schon gesehen. Ja, was ist da passiert? Und da habe ich gesagt, wir haben heute in Malmsheim einen Benchmark-Test gefahren. Jetzt war der Begriff Benchmark damals noch nicht durchgängig bekannt. Ja. Dann war die Frage, was ist ein Benchmark-Test? Ich habe das bewusst gesagt. Ich hätte gesagt, ich hätte einen Vergleichstest machen können. Ja? Nein, ich habe gesagt, wir haben einen Benchmark-Test gefahren. Weil das klingt dann schon
Wesentlich mehr. Worte sind alles. Ja, was ist das? Ich sage, wir haben unter identischen Testbedingungen verschiedene Autos getestet. Und dabei ist uns die A-Klasse umgefallen. Und dann war die Frage, und wie war das Ergebnis bei den anderen? Und dann habe ich nur gesagt, identisch. Ich habe nicht gesagt, welche Autos und was, bewusst nicht. Ja, können Sie uns Marken nennen, Modell? Nein. Ja, wir sind bei allen Autos, die wir getestet haben, zu dem gleichen Ergebnis gekommen. Mehr nicht. So, und damit war für die Journalisten klar, es kann doch nicht so sein, dass nur eine A-Klasse plötzlich umkippt, weil sie einen Fehler hat. Wir wussten dann aber, dass wir in der Tat einen Fehler am Fahrwerk haben. Ja, also haben wir eine Pressekampagne gemacht, Anzeigen geschaltet in allen Zeitungen. Wir wissen, dass wir mit der A-Klasse einen Fehler gemacht haben und wir entwickeln jetzt schon etwas Neues. Also wenn wir wissen, dass wir ein Auto besser machen können, dann machen wir es besser und verkaufen es davor nicht erst an Leute. So in dem Duktus etwa. Ja. Jetzt war aber gleichzeitig die Wahl von Bild am Sonntag, goldenes Lenkrad. Und es war in Österreich der große österreichische Automobilpreis. Und es war natürlich Auto des Jahres, Car of the Year. So, bei Car of the Year waren wir in Führung gelegen bis zu dem Halbkipper in Dänemark. Und die haben uns dann aus der Wertung genommen mit der A-Klasse. So. Aber ich wollte unbedingt mit dem Auto das goldene Lenkrad gewinnen. Obwohl die Leute alle wussten, der hat den Elchtest nicht bestanden. So. Also habe ich den Chefredakteur, das war damals der Spreng, angerufen und sage, das ist nicht so, wie sich das in der Öffentlichkeit darstellt und ich möchte zumindest bitten, dass man die A-Klasse nochmal nachtestet. Und würde vorschlagen, Sie nehmen einen Ihrer Testfahrer, prominente Fachleute, wen auch immer, und wir geben ihn die A-Klasse und er kann das Auto nochmal in diesem Test und sonst wie immer nachtesten und gucken, ob das ein einmaliges Verhalten war in Schweden, was es in der Tat nicht war, weil Auto, Motor und Sport hat das Auto auch auf zwei Räder gestellt gehabt inzwischen. Es war ja ein Wettbewerb losgegangen. Ja, klar, 37 klar. Zeitungen in Europa haben versucht, das Auto zu kippen. Gelungen ist es nur dem Schweden Robert Collin. Autobild, weil sie aber eine falsche Bereifung drauf hatten. Die war nicht zugelassen. Und Autozeitung hat es auf zwei Räder gestellt. Ja. So, den dreien sozusagen ist das gelungen, wäre es gelungen. Die anderen haben es nicht geschafft. 34 europäische Zeitungen haben es nicht geschafft. Ja. So. Und ich habe dann vorgeschlagen, nehmen wir Rauno Altonen bei Bild am Sonntag, Auto des Jahres, goldenes Lenkrad, der soll den Test nachfahren. Das ist der anerkannteste der ganzen Jury vom goldenen Lenkrad. So, und Rauno kam dann, ich kannte ihn ja aus dem Rallysport schon seit vielen Jahren, und er hat das Auto in München unter notarieller Beaufsichtigung nachgefahren. Das Auto war okay und damit wussten wir, es gewinnt das goldene Lenkrad. So, in Österreich, der große österreichische Automobilpreis, da wussten wir, den werden wir gewinnen. Die haben da also ihren eigenen Tests geglaubt und haben nicht gesagt, wir brauchen Nachtests. So, jetzt hatten wir plötzlich innerhalb von einer Woche am Donnerstag das goldene Lenkrad in Berlin und am Samstag den großen österreichischen Automobilpreis. Also zweimal gewinnt eine A-Klasse einen Preis. Und jetzt haben wir in diese Woche hinein unsere Testergebnisse. Ja, wir haben einen Fehler gefunden und wir werden das ändern. Und das ist die Strategie rausgegeben, sodass sich plötzlich ein Bild ergab in der Öffentlichkeit. Das Auto ist sicher, kann aber besser gemacht werden. So. Und damit haben wir, ist sozusagen die kritische Berichterstattung in sich zusammengebrochen. Es hat aber 7 Wochen gedauert, bis der erste Motorjournalist, deshalb mag ich die auch inzwischen so sehr, geschrieben hat, dass man jedes Auto kippen kann. Ja. Denn der Motorjournalist ist aus dem Thema ausgestiegen. Sofort, schon in Tokio sind die Motorjournalisten aus dem Thema ausgestiegen. Hat sich kaum einer damit beschäftigt. Wer die Geschichten geschrieben hat, das waren die Newsmakers in den Redaktionen. Das waren die Aktuellen, ja, die jeden Tag die Klickstory brauchte. Ja, genau. So, der Motorjournalist war draußen. Große Enttäuschung für mich, ja. Genau, aber 1984, als die Diskussion um den Katalysator kam und ich bei Opel für die Katalysatorkommunikation zuständig war, hat sich der Motorjournalist auch verdrückt. Komplett verdrückt,
Ja, es waren dann auch dort die Leute vom Aktuellen und von Wirtschaft oder von sonst was. Ja, also ich musste plötzlich mit Journalisten kommunizieren, denen ich das Auto erklären musste. Die hatten keine Ahnung vom Auto. So. Ja. Und hier war es ein Stück weit 1997 bei Mercedes mit der A-Klasse genauso. Ja, okay. Ja, also das war für mich eine sehr herbe Enttäuschung, die noch nachwirkt, sage ich ganz ehrlich. Mhm. Wir haben dann ein neues Fahrwerk entwickelt und haben das Fahrwerk dann in extrem schneller Zeit durchgebracht. War natürlich deutlich härter als das Originalfahrwerk. Mhm. Und wir kamen damit im März heraus und es war die Frage eben, wie gestalten wir den Relaunch der A-Klasse? Denn inzwischen war ja ein halbes Jahr vergangen, mhm, und wir mussten das Auto ja wieder sozusagen in Schwung bringen, auch kommunikativ. In dem halben Jahr ist es nicht verkauft worden, ne? Nein, okay. Wir haben den Verkauf gestoppt. Wir haben die 17.000 Autos, die schon in Europa verteilt waren, an Kunden wieder eingesammelt. Alle 17.000 haben jedem Kunden eine C-Klasse kostenlos gegeben, bis er die neue A-Klasse kriegt. Ja, für uns war klar, was immer wir tun, der Kunde darf keinen Schaden davon haben, ja, keinen Euro. Es ist nicht so, wie VW es gerade macht, oder? Das machen andere anders. Ja, okay, genau, so, ja. Und das hat sich natürlich dann auch am Ende sehr positiv ausgewirkt. Ja. Mhm. Aber es war unheimlich schwierig, diese 17.000 Autos zu finden in Europa und zurückzuholen. Mhm. Ja, die haben wir auch nicht mehr ausgeliefert dann. Fertig. Also das wollten wir nicht mehr. Die 17.000 Autos sind verschrottet worden? Der größte Teil ist dann anderweitig gebraucht worden, sagen wir mal so. Wir haben zwar neue Fahrwerke eingebaut. So, wir wussten, am Fahrwerk muss das und das gemacht werden. Das wurde umgebaut. Und jetzt, wie führen wir das Auto wieder ein? Wie können wir aus einem Halbtoten oder Scheintoten, mhm, wieder etwas Lebendiges machen? Und ich bin dann in die Vorstandssitzung und habe gesagt, ich schlage vor, dass wir die drei Journalisten, die mit dem Auto gekippt sind, beziehungsweise fast gekippt wären, einladen auf ein Testgelände und lassen die dort als allererste überhaupt weltweit die neue A-Klasse wieder fahren. Wissend, dass man aber jedes Auto kippen kann. Mhm. So, daraufhin war die Antwort von Jürgen Hubert, und wenn die das Auto wieder kippen, dann machen wir das statt zu. Dann ist die A-Klasse, können wir direkt zur Beerdigung gehen, aber auch zu unserer eigenen. Also lassen Sie sich noch irgendwas einfallen, wenn wir das machen. Es muss noch einen Plan B geben. So, und ich wusste, Niki Lauda hatte mich angerufen, kurz nachdem die erste A-Klasse gekippt war, und sagte, gib mir mal schnelle A-Klasse, ich zeige der ganzen Welt, dass der Journalist aus Schweden ein Depp ist. Ja, und ich habe zu ihm gesagt, Niki, du, wir wissen selbst nicht, wo der Fehler liegt, und ich will dich nicht verbrennen, ja, jetzt, ja, mit einer Falschbeurteilung. Das heißt, guck mal, der selbst hat ja keine Ahnung, da muss ein Journalist aus den schwedischen Wäldern kommen, mhm, der zeigt dem Niki Lauda, wie er A-Klasse umkippt. Ja, ich sag's, ich komme auf dich zurück, wenn wir wissen, was es ist. So, dann wussten wir's, wir hatten das Fahrwerk neu. Meine Idee, die drei Journalisten, Automotor und Sport, Autozeitung, Autobild 4, plus den Schweden Robert Collin einzuladen. Und ich habe gesagt, Niki, wärst du bereit, auch den Test zu fahren und dann als Beifahrer dich neben die Journalisten zu setzen? Weil bei diesem Test müssen immer zwei Leute im Auto sitzen. Mhm. Und da hat er sofort zugesagt. Und dann haben wir den Test geplant im April in Idiata bei Barcelona. Ein Riesentestgelände, da haben wir alles aufgestellt, mit Notar, mit Filmkameras ohne Ende, alles jeden Meter dokumentiert. Und den Journalisten habe ich auch gesagt, wir hätten gerne von Ihnen anschließend ein Statement, ob Sie bereit wären, das zu tun. Und wir schneiden auch nichts daran, also wir respektieren alles, was Sie sagen. Mhm. Ja, ist uns wichtig. Wir machen hier nicht irgendwo jetzt Wischiwaschi oder rechte Hand, linke Tasche oder so etwas. Das muss alles sauber sein. Ja. Aber wenn ihr ein Statement abgeben wollt, dann hätten wir auch gern das Recht, das zu veröffentlichen. So, dann sind wir da runter mit Niki Lauda. Der hat den Test mit über 70 gefahren. Während dann der Colin, der Niki stieg aus dem Auto und sagt, der Kerl kann wirklich nicht fahren. Und meine Überlegung war, dass ein Journalist im Beisein von Niki Lauda keine Lenkradbewegungen macht, die man braucht, um das Auto aufs Dach zu bringen. Ah, ja, okay. Und wir wussten genau, wie man das Lenkrad bewegen muss, damit das Auto aufs Dach geht. Mhm. Ja, mhm. So, das Niki war sozusagen unsere Versicherung im Auto. Mhm. Und es hat funktioniert. Und die Journalisten haben anschließend, dieser Robert Collin hat gesagt, jetzt ist die A-Klasse sicherlich eines der sichersten Autos überhaupt. Okay. Und die anderen haben auch Statements so abgegeben. Das haben wir dann alles
ganz schnell über Nacht in einen einminütigen Werbespot verpackt und haben diesen Spot am nächsten Tag vor der wichtigsten Nachrichtensendung in der wichtigsten Werbezeit eines Fernsehsenders, hatten wir alles vorher gebucht, in ganz Europa ausstrahlen lassen. Hat ja auch nochmal 600 Millionen gekostet. Also Beispiel Deutschland, vor der Tagesschau, vor der Heute-Sendung. Ja, so. Und zuvor hatten wir schon, man denke an die alte Zeit zurück, wir reden von 1997, 400.000 Videokassetten an Mercedes-Interessierte verschickt, in denen wir den Elchtest dokumentiert hatten. Lieber Mann, das gab ist schon Wahnsinn. Gab ja kein Internet in dem, dem Fall. Wir mussten ja irgendwie mit den Kunden in Kontakt treten. Ja, ja. So. Und das, es gab aber auch noch was Lustiges dabei. Nämlich, Mercedes-Benz Deutschland hat damals immer im Frühjahr entschieden, was ist unser Werbegeschenk am Ende des Jahres für unsere Kunden? Weil davon mussten ja Tausende bestellt werden. Mhm. Ja? So. Und die hatten in der Tat im Frühjahr 97 entschieden, unser Weihnachtspräsent wird ein Elch. Unabhängig von dem Test, schon, was war davor? Das wusste ja keiner. So, jetzt saßen die auf über 50.000 Elchen am Jahresende 97. Ja. Ja? Und bei mir lief natürlich im Krisenzentrum, lief auch die gesamte Kommunikation Kunde Mercedes zusammen. Mhm. Ja? Und wir haben unglaublich viele Post bekommen. Haltet durch, wir glauben, das ist doch alles Shishi und wir bleiben der Marke treu und so weiter. Ja? Also wirklich tausende Briefe. So. Und ich habe dann einen Standardbrief machen lassen, dass wir uns dafür bedanken und bitten um Verständnis, dass wir nicht persönlich antworten können, weil wir in der Tat so viel zustimmende Post bekommen haben. Aber als kleines Dankeschön gibt es ein Elch dazu. Ja, okay. So sind dann die Elche wieder an die Kunden doch noch losgeworden. Ja. Und als das ein bisschen alles vorbei war und wir wieder Luft hatten, ja, bin ich der Frage nachgegangen, wie kann es sein, dass eine Marke Mercedes in einer Zeit, wo sie Gülle per LKW übers Haupt gekippt bekommt, nicht an Zustimmung verliert. Hm. Weil was wir parallel gemacht haben, war, wir haben natürlich ständig Marktbefragungen gemacht, mögen Sie noch die Marke? Hm. Und im Herbst, traditionell ist ja auch immer der Automobilpreis von Automotor und Sport. Ja, wo auch eine Kundenbefragung sehr umfangreich mitzumachen ist, wo auch die Frage ist, ich mag die Marke. Mhm. So. Und da hat Mercedes in 1997 Höchstwerte erzielt. Das ist erstaunlich, die sie vorher nie hatte und auch nie mehr danach hatte. Ja, Wahnsinn eigentlich. Ja, ne? Also so. Vielleicht hat man da das Gefühl gehabt, dass Mercedes sich öffnet und dem Kunden zuhört oder irgendwie das war der Kern zuhört, war, ne? Dass wir offensichtlich glaubwürdig waren, ja, genau, ja, dass kein Kunde einen Schaden davon getragen hat, was uns wichtig war, ja, und dass wir in dieser schlimmen Phase menschlich geblieben sind und nicht arrogant geblieben sind oder geworden sind. Ja. Ja, Mercedes galt ja, also die Marke, man hatte Respekt vor der Marke Mercedes, aber man hat sie nicht geliebt. Mercedes war nicht eine Marke, die man automatisch geliebt hat. Man hat sie respektiert. Ja. Ja, da war nicht viel Empathie früher da. Mhm. So, und das ist uns offensichtlich gelungen. Ich habe das sogar dann wissenschaftlich untersuchen lassen. Es ist in der Tat so, dass Menschen ihre Meinung über das Bild einer Marke nur verändern, wenn sie persönlich dadurch betroffen sind. Also habe ich persönlich einen Nachteil von einem Produkt dadurch, dass ich es gekauft habe. Da wir die Kunden sofort mit Ersatzwagen und alles kostenfrei bedient hatten, gab es keinen persönlichen Schaden bei irgendjemandem. Ja, das ist gut. Und der Rest hat sich gedacht, naja, das ist mal die Presse, jetzt können sie sich über Mercedes aufregen, aber das alles ist nicht so schlimm, wie es da draußen in der Zeitung steht. Also, das ist eigentlich interessant, also ein interessantes Beispiel, weil ich finde, genau das hat VW verspielt im Abgasskandal. Mhm. Also, müsst ihr jetzt nicht so sagen, aber genau das ist das Problem. Die sind arrogant auf einmal aufgetreten, haben jeden Kunden einzeln klagen lassen, haben nur scheibchenweise ihre Fehler zugegeben. Also, das ist das Muster für mich an Fehlkommunikation. Ja, also unser Elchtest wird heute, ich bin ja auch gelegentlich noch an Universitäten unterwegs, mit Vorlesungen und Seminaren, wird heute noch als Modellfall für Krisenbewältigung
gelehrt. Es sind ja auch zig Bücher darüber erschienen, anschließend, ja. Manche, die bewusst eine Tendenz hatten, um gewisse Leute reinzuwaschen, durch bessere Darstellungen in Büchern, das gab es auch. Ich will jetzt keine Namen nennen. Ja, aber das Haus Mercedes ist natürlich auch ein politisches Haus. Ja. So, während wir uns klar waren, wir, bis hin zu Jürgen Huppert, wir haben alles diskutiert, auch die Frage, wann werden wir gefeuert? Das war uns klar. Aber wir haben niemand entlassen, weder den Gesamtprojektleiter A-Klasse noch sonst jemand. Ja, das war uns wichtig. Warum? Wir wussten, es wird eine Herkulesaufgabe sein und wir brauchen jeden, der eine Ahnung hat über die A-Klasse. Wir brauchen die besten Leute, die die A-Klasse gemacht haben, die sollen sie jetzt auch wieder auf die Beine stellen. Das war damals unser Ausgangspunkt. So. Ja, dann war 97 vorbei. Ja. Das ist jetzt, das Jahr 97, Mensch. Mein Gott, ja. Jetzt, dann ging es eigentlich fast weiter. Es kommen sie zurück in ihren Bereich, ja, nach so vielen Monaten Krisenmanagement und sehen eine ausgebombte Abteilung. Wir waren ja alle zerstört. Ich meine, nicht nur physisch, wir haben ja Nächte durchgearbeitet, ja, sondern meine ganzen Leute, deren Job es war, ein perfekter Dienstleister gegenüber Journalisten zu sein und Journalisten zufriedenzustellen, ja, sind quasi von denen massiv enttäuscht worden durch die Berichterstattung. Ein Wolfgang Peters von der FAZ, einer der besten Motorjournalisten, die Deutschland je hatte, in Pension inzwischen, sagte in einem Interview in der ZDF heute Nachrichtensendung, Mercedes muss das Auto vom Markt nehmen und Rastatt schließen. Als ich das im Fernsehen gesehen habe, abends, ich habe einen Schreikrampf gekriegt, ja. Wir waren per Du, wir kannten uns alles. Und er, wirklich einer der besten Motorjournalisten, die Deutschland hat, sagt das. Da fragst du dich nachher schon, kannst du mit dem wieder in Beziehung treten? Und wenn ja, wie? Das musste aufgebaut werden. Wir hatten es quasi von März Zeit bis August, weil im August stand schon die Präsentation der neuen S-Klasse an. Also auf das Auto hat alles geguckt, damit es nicht wieder so ein Fehlschuss wird wie der Vorgänger. Ja, so. Also wir mussten nicht nur eine Präsentation des wichtigsten Mercedes aus dem Boden stampfen, parallel noch, sondern wir mussten auch unser eigenes Verhältnis zu den Medien in der Zeit wieder irgendwie sortieren. Ja. Und zurechtkommen damit, dass wir in der Lage waren, wenn da 800 Journalisten zu einer Neuwagenpräsentation kommen, in dem Verlauf von 4 Wochen etwa, so lange dauert so eine Präsentation, dass wir denen ins Gesicht gucken konnten und denen die Hand geben konnten. Das war damals, aber ich muss sagen, ich hatte da ein tolles Team dafür. Also ich habe mir die Leute auch zum Großteil zusammengesucht. Nicht immer glücklich, aber ich war auch sehr hart, weil ich wusste, welcher Druck auf uns liegt als Mercedes. Wir wollten immer die Besten sein. Und wir waren 7 Jahre in Folge die beste Presseabteilung in der Automobilindustrie. Das wurde ja auch gemessen. Okay. Ja, also vor allen anderen Automarken. Weit davor, das war mein Ziel. Ich wollte nicht mehr die Kommunikation machen, die Mercedes in den 70er Jahren, als ich Journalist war, gemacht hat, wo ich mich geweigert habe, als Journalist zu den Einladungen zu gehen, weil ich habe gesagt, diese Arroganz tue ich mir nicht an. Da gab es ja noch Jahre, wo man bei Mercedes bei Neuwagenpräsentationen das Auto nicht mal selbst fahren durfte. Man durfte das von einem Ingenieur gelenkte Auto, durfte man daneben sitzen als Journalist. Das ist so nett. Und man durfte auch nicht die Teststrecke verlassen. Da standen an allen Kreuzungen Mercedes-Leute, die darauf geachtet haben, dass man auch richtig abgebogen ist. Und sage ich, das tue ich mir alles nicht an. Um Gottes Willen, da weigere ich mich, zu Mercedes zu gehen. Ja, so. Und das haben wir alles weggekriegt in den 90er Jahren. Ja, mit dem Team. Wirklich einen Neuanfang geschafft. Nach 3 Jahren waren wir schon Nummer 1 unter den Auto-PR-Abteilungen. Das ist beeindruckend. Und Sie hatten ja wirklich eine schwierige Zeit eigentlich. Es war auch eine schöne Zeit. Wir hatten, wie gesagt, tolle Autos, den SLK, dann die S-Klasse, dann den SL 2001, das war der letzte, den ich vorgestellt habe, in Hamburg, in den Deichtorhallen, mit Lionel Richie. Ich hatte mir damals eine Strategie entwickelt, die es davor auch noch nicht gab. Ich habe so ein ganz kleines Strategieteam gehabt. Die Leute konnte man mögen oder nicht. Sie waren alle schwierig. Ja, aber strategisch genial. Ja. Ja. Sind dann auch, haben alle eigentlich Karriere gemacht, sind heute bei BMW, sind heute bei VW,
bei Porsche gewesen, als Chef, Kommunikationschef bei Porsche und so weiter. Also die Leute von mir, von der Truppe, haben alle Karriere gemacht. Mhm. Und wir haben damals eine Big Bang Theory entwickelt, nicht die es ja heute schon im Fernsehen inzwischen gibt. Wir haben das für die Autos gemacht. Wir haben gesagt, wir stellen an einem Tag ein neues Auto statisch vor. Da kann der Journalist nicht fahren, aber wir laden alle Journalisten zu einer Präsentation an einem Tag, damit jeder das gleiche Recht hat, darüber zur gleichen Zeit zu berichten. Mhm. Ja, so, und die meisten kamen aus Europa. Wir hatten selbst sogar Journalisten aus Japan und Amerika, die dafür angereist sind. Weil ich habe gesagt, ein neuer Mercedes ist wie eine Neugeburt. Mhm. Das ist wie wenn man wieder Vater oder Mutter wird. Das ist, in der Autoindustrie muss das ein bedeutsames Ereignis sein. So. Und das machen wir in einem Big Bang. Ja. Und dazu lassen wir spezielle Filme drehen und lassen auch Musik komponieren und durch bekannte Leute singen. Mhm. Oder dann mit instrumental spielen. Und ich hatte bei der S-Klasse die Jennifer Rush, die dann ein Lied gesungen hat, das genau den Titel hatte wie die Einführungskampagne, Sense and Sensibility, zu einem Film, der dafür extra gedreht wurde. Und ich hatte dann beim SL in Hamburg Lionel Richie. So. Okay. Lionel ist ja ein absoluter Mercedes-Freak, genau wie auch ein Eric Clapton zum Beispiel. Ja. Und wir haben Kontakt mit ihm aufgenommen. Ich habe gesagt, ich möchte einen Film mit ihm drehen in New York. Aber der muss noch zu einem Zeitpunkt gedreht werden, wo das Auto nicht bekannt ist. Also wir müssen das unter Geheimhaltungsgesichtspunkten drehen. Was soll ich machen? Ja, also ich zwinge ungern einen Menschen auf, zu sagen, was er sagen soll. Ja, aber ich wusste, er ist ein Fan. Hm. Und ich habe ihm gesagt, pass auf, du fährst über, wir sperren dir die Brooklyn Bridge. Du fährst auf der einen Seite aus dem LKW mit dem noch geheimen Auto raus und auf der anderen Seite fährst du wieder in den LKW hinein. Mehr brauchst du nicht machen. Und dann auf der Fahrt, du hast ein Kamerateam dabei. Ich hatte einen genialen Mann für elektronische Medien. Der kam von NTV. Der ist heute noch in der LKW-Sparte. Ganz erfolgreich. Mhm. Ein großartiger Mensch. Einer meiner allerbesten Freunde heute noch. Der hat das dann alles gestaltet. Und du redest einfach, während du über die Brooklyn Bridge fährst, sagst du einfach, was du willst zu Mercedes. Mehr brauchen wir von dir nicht. Ja, so. Okay. Er fährt dann über die Brooklyn Bridge, sperrt, kann man ja alles machen, und erzählt, ja, wisst ihr, Mercedes ist schon was Besonderes, ja. Meine Freunde, wenn die in die Werkstatt fahren, dann fahren die mit den Autos zum Reparieren. Wenn ich in die Werkstatt fahre, fahre ich zum Service. So Sachen, ja? Ja. So, jetzt hat er aber es hat er so viel Spaß gekriegt, in dem Auto zu fahren, dass er auf der anderen Seite der Brooklyn Bridge ab am LKW vorbeigefahren ist, statt wieder reinzufahren und das Auto wieder geheim zu machen, ist er dann eben den ganzen FDR Drive 2 Stunden durch New York gekreuzt mit dem Auto. Okay, und wir haben nicht alles gesperrt. Es war überhaupt nichts gesperrt und wir hatten Angst, irgendeiner fotografiert ihn. Ja. Aber 2001 war ja die Handyfotografie auch noch nicht erfunden. Ja, klar. In dem Stil, ja. Also hatten wir Glück, dass uns keiner erwischt hat mit dem neuen Auto, weil das war eindeutig noch zu früh. Und er hat dann ein Lied gesungen, das wurde komponiert von Leslie Mandoki, der dann später, nachdem er mit uns 3-mal zusammengearbeitet hat, ist er ja von Audi und VW gekauft worden, als Generalmusikdirektor, und hat dort das alles kopiert, wie extrem vieles, was wir in den 90er Jahren erfunden haben, von der Autoindustrie kopiert wurde und heute noch eingesetzt wird, während es von Mercedes nicht mehr eingesetzt wird. Ja, aber das ist eine andere Geschichte. Und das Lied hieß The One. Und ich wollte unbedingt ein Duett haben, weil so um die 2000er waren Duets unheimlich in. Mhm. Und wir haben dann Juliette, die gerade einen One-Hit-Wonder hatte mit The Last Unicorn, als Co-Sängerin verpflichtet, das Lied The One zu singen. Gibt's auf, kann man googeln, auf YouTube, The One. Und der Gag sollte sein, also so hatte ich mir das auch vorgestellt, ich sehe auf der großen Leinwand in den Deichtorhallen in Hamburg, Lionel Richie fährt in New York. Dunkel, unten Spot, kommt Juliette hinterm Vorhang vor und sagt, Lionel, where are you? Are you here? Und er kommt die Treppe zwischen den schon 800 Journalisten runter, die Tribüne, und singt, is it me you are looking for?
Das kann sagen, ist natürlich nichts Besonderes, ja. Aber für die Inszenierung, denke ich, war es gut. Und dann haben sie zum Schluss das Lied gewonnen. So, und er geht die Treppe runter, Lionel Richie. Rechts und links 800 Journalisten auf einer Tribüne, die gebaut werden musste. Gibt's ja nicht in der Deichtorhalle. Und singt Is It Me You Are Looking For und guckt nach links und rechts und sieht bei den Leuten keine Regung. Die sitzen alle da und gucken ungläubig zu ihm, aber keiner klatscht und nix. Und er geht runter und denkt, er hat ein Problem mit seinen Kopfhörern. Oder der Ton ist überhaupt nicht da. Ja, irgendwas muss hier nicht stimmen. So. Und ich musste ja als Verantwortlicher vorne in der ersten Reihe sitzen, neben dem Vorstand, das ist halt Protokoll. Und er geht runter und dreht sich dann zum Publikum um und sieht mich sitzen. Und ich mache so. Und da war für ihn erstmals das Signal, es scheint alles in Ordnung zu sein. So, der ging auf die Bühne und singt mit Juliette das Lied The One. Und ich wollte nie Künstler zu Prostituierten machen. Ja? Mhm. Und für mich wäre ein Künstler wie ein Lionel Richie, der dann auf der Bühne steht und das Tuch runterzieht vom Auto. Mhm. Das wäre ein Prostituierter, weil er wird dafür bezahlt, da was zu machen, was er vielleicht nicht machen muss. Ja? Mhm. Also habe ich zu Mantoki gesagt, komponiere das Lied so, wie Music is my first love. Is my first love. Ja. My first love. Ja? Ja. Wo in der Mitte auch ein Instrumentalteil drin ist, ein langer. Mhm. So geht das dann immer. Ja? Liebe das Lied. Music is my first love. John Miles. Und mach einen Instrumentalteil rein, dann können die zwei von der Bühne gehen, dann kommt das Auto raus, dreht sich ein paar Mal und dann kommen die wieder rein und singen weiter. Mhm, ja, okay. Aber ich zwinge sie nicht, etwas zu beklatschen oder zu machen, wo es vielleicht sie nicht überzeugt von sind. Mhm. Ja, das war für mich auch schon früher im Sport. Also tu nichts mit dem Sportler, was er vielleicht nicht tun würde. Ja, ist gut. Können Sie vielleicht einige Firmen mal ein Beispiel dran nehmen? Ich bin irgendwie human erzogen worden. Mhm. Das entspricht. Ich habe dann Wertebild, da gehört das nicht rein. Ja, ganz interessant, dass da so viel Gedanken dahinter stecken. Ne? Das war mir sehr wichtig und das war ein Riesenerfolg, diese Kombination. Musik, ein toller Künstler. Mhm. Er kam auch nach Hamburg extra dann nur für diesen kurzen Auftritt, was ich toll fand. Wir hatten einen tollen Abend vorher in Hamburg. Er hat vorher das Lied mit Juliette gesungen. Das wurde digital hin und her geschickt zwischen Tutzing am Starnberger See und New York. Und es hat alles toll geklappt. Der Film dazu ist, finde ich, ist auch ganz gut gelungen. Und das war unsere Strategie, so Big Bang zu machen. Mhm. Also wirklich die Geburt eines Autos zu zelebrieren, weil es ist Mercedes. Ja. Ja. Und mir war die Marke stark. Ja. Und wir haben ja damals Werbefilme gemacht mit Mika Häkkinen und Boris Becker, ja, die wir verkleidet haben als 80-Jährige und haben sie dann neben eine A-Klasse gestellt, ja, wer schneller altert und so. Also es waren ja, da waren tolle Gags dabei, ja. Die Werbung mit der Ohrfeige zum Beispiel ganz früher ist in einem Mercedes. In einem Mercedes. Jung von Matt hat die gemacht. Ne? Bitte? Jung von Matt hat die damals gemacht. Nein. Aber das war Springer und Jacobi. Springer und Jacobi war's. Ja, Jung von Matt kam danach. Springer und Jacobi war genial. Ja, also das war ein Team damals, das war genial. Also alle 6-8 Wochen machten wir eine Klausur auf Mallorca, wo wir dann so gesponnen haben. Ein ganzes Wochenende, aber total gesponnen. Mhm. Ja, und wo dann solche Sachen halt rausgekommen sind. Und Mercedes war auch bereit, das so zu machen. Mhm. Aber heute ist doch Mercedes-Werbung farblos, ja, leblos. Die ganze Kommunikation fehlt mir die Empathie. Ich sehe da keine Empathie mehr. Das ist, wahrscheinlich bin ich zu alt dafür jetzt. Also, weiß ich gar nicht, vielleicht muss man heute politisch korrekter sein, oder? Oder versuchen, also da heißt es dann, wenn dann die Frau nach Hause, nee, die Frau geht ja auch arbeiten, die wartet nicht zu Hause auf den Mann, das geht nicht und dann schlägt die den, das ist ja Gewalt in der Familie und so. Also ich glaube, heute wird alles tot diskutiert, habe ich so das Gefühl und man kommt nie zum Schluss und das ist alles nur noch so ein Mittelweg. Ist alles so breit. Um es allen gerecht zu machen. Ja, so. Aber es ist furchtbar. Ja, es macht, also ich habe auch ein Problem, ich nehme ja als normal an der Öffentlichkeit teilnehmender Mensch, bekomme ich ja gar nicht mehr mit, wenn Mercedes ein neues Auto vorstellt. Ja, das ist alles heute, ist auch das Interesse nicht mehr da. Die Medien, die Motorseiten sind weg in den Zeitungen. Gibt praktisch keine Zeitung mit zwei, drei in Deutschland, die noch Motorseiten haben. Ja, es ist schwierig geworden. Und die Leute haben auch heute nicht mehr das Interesse.
Das ist es. Das Interesse am Auto insgesamt ist ja weniger geworden. Es ist weggeworden. Ich habe zwar hier im Umfeld junge Leute, die, wenn ich hier die Hallentür aufmache, da sind die sofort da mit ihren Rädern und kommen rein und wollen natürlich mit mir reden über die Autos. Und da, es gibt schon noch welche, ja. Aber ich habe ja schon ein schlechtes Gewissen, wenn ich aus der Halle hier mit dem SCRS rausfahre, der hinten drei Auspuffrohre hat und halt klingt wie ein Rallye-Porsche. Ein altes Auto halt, ne? So. Ja. Und er hatte mal Fehlzündungen. Da stand er hier vor der Halle und dann kam eine Frau, die wohnt etwa 80 Meter, 100 Meter weg und kam und sagte, ihr Hund hätte jetzt ein Knalltrauma. Ja, okay. Ja. Weil er ein paar Fehlzündungen gemacht hat. Ja. Gut, meine Frau ist dann in den Supermarkt, hat Hundefutter gekauft und hat ihr so zwei Kisten Hundefutter geschenkt. Ja. Also, war das Knalltrauma dann weg? Dann hoffe ich, dass es weg war. Ja. Oh Gott, der arme so, also, ich habe schon ein schlechtes Gewissen, mit so einem Auto hier mit 30 km/h durch den Ort zu fahren. Schnell fahre ich eh nicht. Ja. Das hat sich alles geändert. Ja. Also ich bin rückblickend gesehen froh, dass ich in den 80er Jahren bei Opel war und in den 90ern bei Mercedes. Und eigentlich wollte ich, um das abzuschließen, ja 2002 nach 10 Jahren gehen und habe 2001 dem Vorstand gesagt, nächstes Jahr bin ich 49 und bevor ich 50 werde, nächstes Jahr werde ich 50, bevor ich noch 50 werde, mit 49 gehe ich. Es liest sich besser in der Zeitung. Inhester 49 macht was anderes als Inhester 50. So. Und dann kam aber die von mir nicht erwartete Frage zurück, weil ich wollte mich selbstständig machen. Mir war klar, nach allem, was ich im Industriebereich erlebt hatte, dass ich mit über 50 nicht mehr in der Autoindustrie oder in der Industrie als Nicht-Selbstständiger tätig sein will. Weil da wirst du in der Führungsposition zerrieben. Mhm. Ein PR-Mann kann heute den Status eines Vorstands nicht mehr bekommen. Okay. Der ist maximal eine Stufe unter Vorstand. Mhm. So, das heißt, ich habe immer einen Vorgesetzten, auch im Operativen. Und mit über 50 kommen unten Generationen nach, die mit den Hufen scharren, um Karriere zu machen. Mhm. Ja, so. Und ich bin im Sandwich dazwischen und werde zerdrückt. Ich habe das erlebt, solche Situationen. Und habe ich gesagt, das will ich nicht. Also wenn ich 50 bin, muss ich mich selbstständig machen. Das ist dann das Sinnvollste für mich. Und das wollte ich machen. Und habe aber nicht damit gerechnet, dass der Vorstandsvorsitzende Jürgen Hubert dann mit der Frage zurückkam gleich, was können wir denn tun, dass Sie bleiben? Und ich habe dann aus einer Laune raus gesagt, ja, einen verrückten Job müsste dann schon sein. Nur nichts Normales mehr. Ja? Ja. 10 Jahre den Job, den vorher praktisch alle nur maximal 3 Jahre überlebt haben, das reicht jetzt. Mhm. Und wenig später kam er und sagte, Sie kennen doch Laureus in London und Sie haben das ja mitgegründet damals und Sie wissen, das läuft nicht so gut. Haben Sie nicht Lust, 3 Jahre nach London zu gehen, vielleicht mal so, oder egal wie lang, und den Laden auf Vordermann zu bringen? Der übrigens eine Kooperation ist von Richemont und Daimler. Ja, das heißt, Richemont, der große Konzern, zudem ist ja ein Luxuskonzern, zudem gehört IWC, Panerai und Cartier und alles das. Montblanc, habe ich gehört, gehört auch dazu. Ja, auch dazu, richtig, Montblanc. Und die haben diese Kooperation mit Mercedes unter dem Tag Laureus World Sports Award gemacht. Mhm. Also uns war wichtig, nachdem wir im Sport bei Mercedes uns sehr auf die Spitze fokussiert hatten, irgendwann. Es war nicht so, als ich anfing. Als ich bei Mercedes anfing, hieß es, Sie haben bei Opel so gute Sportsponsoring-Strategien gemacht, dann wollen Sie das bei uns nicht übernehmen. Mhm. Und da habe ich gesagt, nur wenn ich das ändern kann, was Sie machen. Weil was Sie machen, dann können Sie das Geld auch gleich im Fenster rauswerfen. Ja? Und da sagte damals der Vorstand, ah, um Gottes Willen, das geht nicht, weil Sie müssen wissen, Herr Reuter reitet gern. Ja. Also wir müssen CUH in Aachen unbedingt machen. Ja, ja. Okay. Und Professor Niefer ist ein Fan des Fechtens. Also muss Fechten in Tauberbischofsheim, der Herr Bach damals, muss auch gemacht werden. Also die Dinge werden hier auf anderer Ebene, in anderer Art entschieden. Mhm. Nicht so, wie Sie das halt von der wissenschaftlichen und Erfolgsseite sehen. So, okay. Na gut, dann mache ich es nicht. Also, interessiert mich nicht, wenn was Falsches will ich hier nicht tun. Hab dann immer rumgemotzt über das Mercedes-Sponsoring, bis irgendwann der Vorstand anrief und sagt, ich hör wieder, Sie schimpfen hier rum, lassen Sie das doch mal sein. Ja. Ja? Und da habe ich gesagt, also wir können einen Deal machen miteinander. Ja, Sie geben mir eine halbe Stunde Vorstandssitzung, ich präsentiere Ihnen meine Vorstellungen von einem Sponsoring von Mercedes
Und sie sagen nachher ja oder nein. Und ich akzeptiere jedes und werde das im Gegensatz zu aktuell Herrn Söder dann ohne Groll auch vertreten. Ja, so war das damals. Und ich hatte dann die Chance, in die Vorstandssitzung zu gehen, meine Ideen einer Sportpyramide mit nur Weltspitze Mercedes-Benz AG zu vertreten. Ja, Mercedes Niederlassung in den Ländern haben eine andere Bedeutung wieder, aber alles das, was Mercedes Stuttgart macht, muss Weltspitze sein. Mhm. Ja, wenn ich den Anspruch habe, das beste Auto der Welt zu bauen, dann muss ich auch im Sport sagen, dann will ich auch die Spitzensportler und Spitzensportarten überhaupt haben. Mhm. Was Mitte der 90er Jahre Welttennis war und Fußball. Ich will das jetzt nicht lange ausführen. Jedenfalls hat man dann wesentliche Teile davon übernommen, von dem, was ich da vorgeschlagen hatte. Und so kam es dann halt, dass ich, statt jetzt aus dem Unternehmen auszuscheiden, dann das Angebot bekam, ja, dann geh doch zu Laureus World Sports Awards nach London. Denn es gab keinen Weltsportlerpreis. Mhm. Es gibt den Weltfußballer, den Weltmotorsportler, alles das. Aber einen Preis über alle Sportarten hinweg gibt's nicht, weil es gibt keinen Weltsportverband. Mhm. Es gibt nur den IOC, Olympischen Sport, genau. Als einzige weltumspannende Sportorganisation. Mhm. Und die haben keinen Preis. So, dann haben wir gesagt, dann machen wir den Oscar des Sports. Das passt zu Mercedes, die Creme de la Creme im Sport als Spitze ein Award zu geben. Mhm. Und wir strukturieren das genauso, wie die Oscars strukturiert sind. Das heißt, wir haben eine Academy von ehemaligen Weltspitzensportlern. Mhm. Die wählen jeweils die Sportler des Jahres auf Basis einer Vorschlagsliste von Journalisten. Aus aktuell bei den Motorsportlern Emerson Fittipaldi und Manuel Reuter. Richtig, richtig. Und Emo Fittipaldi, von dem ich 1971 am Nürburgring ein Autogramm bekommen habe. So, dass ich dann ganz stolz in der Gießener Allgemeinen mit hineingetan habe als Foto. Ja, so trifft man sich wieder, ne? Ja, so sieht man sich dann wieder. So, und dieses Angebot ist an einem Freitag vom Vorstand mir vorgelegt worden. Und ich habe dann zu ihm gesagt, passen Sie auf, ich fliege morgen mit meiner Frau nach London. Wenn es ihr gefällt, sage ich am Montag Bescheid. So, wir sind Samstag nach London. Meiner Frau hat es gefallen. Montag habe ich gesagt, ich mache den Job. Also bin ich dann darüber. Tolle Zeit mit diesen Weltsportlern. Ja, Marc Spitz, Edwin Moses, Emerson Fittipaldi und Franz Beckenbauer, Kathi Witt, Boris Becker, alle das, ja. Also du warst da plötzlich, für mich war es eine ganz andere Welt, aber eigentlich schon ein Stück weit, weil ich ja auch selbst mal Sportler war, eine Welt, in der ich mich sehr wohl gefühlt habe und noch ausgekannt habe. Und die das auch akzeptiert haben, ja. Es waren die Jahre in London waren die schönsten Jahre, die meine Frau und ich überhaupt hatten in unserer beruflichen Zeit. Ja, das war nicht sehr schwer, den Laden auszurichten. Mein Schwerpunkt lag auf der Stiftung, denn natürlich gehört zu so einem Award auch eine Stiftung, die heißt Sport for Good, ist heute die größte Sportstiftung der Welt, hat Millionen Kindern inzwischen geholfen. Mhm. Und ich habe dann die erste World Sports Sport for Good Foundation in Deutschland hier gegründet mit Boris Becker als Gründungsvorsitzender. Ja, damals war er noch handsome und hatte noch nicht diese Flausen im Kopf, die er sich dann die Jahre drüber noch geschaffen hat. Also das war alles sehr gut. Hat viel Spaß gemacht. Ich habe viel gelernt, auch gelernt in England zu leben mit den Besonderheiten. Ja, war eine herrliche Zeit. Wir fahren auch immer noch gerne oder fliegen gerne zurück nach London. Wenn ich meine Frau frage, wir fliegen nach London, dann fragt sie, heute noch oder erst morgen? Ja, das ist, also ist so, auch eine tolle Stadt, oder? Ist absolut. Haben Sie mal die Sportwagensammlung von Johann Rupert gesehen? Johann Rupert hat mir mal Bilder gezeigt. Okay. Also ich habe sie nicht persönlich gesehen. Okay. Also ja. Der Richemont. Ich saß ja im gleichen Büro wie Rupert. Ja? Und das war ja die ehemalige Zentrale von Rothmans. Hill Street Number 8. Ach, tatsächlich, so hat sich der Kreis wieder geschlossen. Am Berkeley Square. Berkeley Square, ganz erlesene Gegend, beste Gegend in Mayfair. Mhm. Mayfair wiederum der beste Stadtteil von London. Mhm. Ja, der teuerste. So. Und dort war ich dann mit meinen 40 Leuten gesessen. Und da schließt sich halt das Thema Rossmanns, weil als ich 92 zu Opel kam, war Opel das Rossmanns Opel Weltmeisterschaftsteam. Mhm. So. Ich habe mich eng angefreundet mit Henry Toivonen.
Ich war aus Gießen, als gebürtiger Gießener und damals natürlich durch die Motorsportberichterstattung und auch die räumliche Nähe eng befreundet mit Stefan Belloff. Deshalb hängt auch ein Bild von ihm hier in der Halle, da hinten. Und er wurde ja Sportwagenweltmeister 84 mit Rossmanns Porsche. So. Und Henry Toivonen fuhr einen SCRS Rossmanns Porsche 84 in der Europameisterschaft. Das war alles Rossmanns Porsche. Und dann komme ich nach London und sitze im ehemaligen Headquarter von Rossmanns. Das war dann mein Bürositz. So. Und als ich dann zu der Frage kam, was baust du dir als Rallye-Auto auf? Und es war klar, es ist ein Porsche. Da war mir klar, es muss die Kopie des Rossmanns Porsche sein. Ich habe dann Gott sei Dank die Bauunterlagen bekommen. Wir haben Abdrücke genommen, maßstabsgerecht von dem Originalfahrzeug. Es gibt noch drei Stück auf der Welt, damit wir die Lackierung genau hinbekommen, die Streifen exakt. Da wurde also Kreppband über das ganze Blech geklebt beim Original und dann mit dem Maßband gemessen, die Abstände, und dann auf das Kreppband in Millimetern geschrieben und dann fotografiert und dann anhand der Fotos hier dann im Original auf das Fahrzeug aufgezogen. Und so. Okay. Ja, es sollte so original wie möglich sein. Also die Streifen sollten einigermaßen passen. Ja, also so schließt sich jetzt der Kreis, sagen wir mal, von Motorsport am Anfang bis heute. Über ein paar Windungen. Ganz beeindruckend. Also ich bin ganz geplättet. Also ich freue mich total, dass Sie so viel und so offen erzählt haben. Das können wir ja den Zuhörern sagen. Ich habe zwar jetzt kein Temperaturmesser hier, aber ich würde mal sagen, wir sitzen seit gut einer Stunde bei 16 Grad. Hätte ich jetzt auch gesagt, ja. Aber es ist ganz warm ums Herz bei irgendwelchen Geschichten. Und das ist wirklich ganz beeindruckend. Und ich finde, das ist ein ganz besonderer, intimer Einblick in so einen Weltkonzern von einer ganz anderen Seite. Also Motorsportler erzählen was anderes und Ingenieure erzählen was anderes und sie haben tatsächlich da, was Marketing und die ganze Ausrichtung eines solchen Konzerns anbelangt, natürlich auch viel dazu beigetragen. Und das ist wirklich beeindruckend, wie man auch so aus so Krisen lernen kann. Ja, also heute ist es ja mein Hauptgeschäft. Also ich mache, seitdem ich mich selbstständig gemacht habe, 2004 hauptsächlich Krisenmanagement in Firmen. Ja, und spannend. Das glaube ich. Hochspannend, weil immer die klassischen bekannten Mechanismen zuerst anlaufen, nämlich abweisen. Nichts, keine Schuld, wir waren es nicht, ist jemand anders. Also erstmal mauern, ja, so. Was aber nichts nutzt, ja, dann kommt die Angst dazu, ja. Was wird mit mir persönlich, wenn ich da in der Führungsebene mich dann mit den Leuten unterhalte, ja? Kann ich entlassen werden? Wie reagieren die Öffentlichkeit? Was erleben meine Kinder in der Schule? Wer heißt jetzt, dein Papa ist doch ein Betrüger oder sowas? Das geht den Leuten ja alles logischerweise durch den Kopf. Ja, so, und das musst du erstmal aufbrechen, wenn man da reinkommt. Und dann ist so ein Mentor. Ich bin ja nicht der Besserwisser. Ja, ich weiß auch nichts über die technischen Fehler, die da vielleicht passiert sind. Das interessiert mich auch nicht. Das müssen die Fachleute machen, ja. Aber daneben muss, sagen wir mal, eine Kommunikationskultur unter Krisenbedingungen geschaffen werden, die viele Firmen bis heute nicht haben. Auch Mercedes hatte die damals. Wir hatten kein Krisenszenario. Mercedes war Sonne. Das war nicht Gewitter oder Donner. Ja. Also wenn ich damals gesagt hätte, wir müssen mal ein Krisenszenario durchspielen für den Fall, dass was passiert, hätte man gesagt, hör mal, bist du geisteskrank oder was? Ja, wahrscheinlich ihre Vorgänger, weißt du, gemacht, die alle immer nur zwei Gems überlebt haben. Zwei Gems überlebt haben, ja. Also das war schon eine Zeit. Also insofern war Opel und Mercedes zwei völlig unterschiedliche Unternehmen, ja, aber unheimlich herzlich, gerade bei und familiär bei Opel, das muss ich sagen. Gerade das Familiäre war dort sehr ausgeprägt. Und das gilt auch noch bis heute. Ja, also Leute von damals, jetzt ist vor kurzem gerade ein ehemaliger Mitarbeiter von mir dort verabschiedet worden. Da hat man mich noch ausgebuddelt und eingeladen dazu. Und das fand ich ganz toll, hätte man nicht müssen. Ja, stimmt. Nach so vielen Jahren, das ist schon beeindruckend. Aber vielleicht spricht das auch für Sie. Man hat nicht jeden anderen auch eingeladen. Man weiß es nicht. Es hat Spaß gemacht. Ich mache sowas gerne. Ja, also das ist auch gerade
denke ich mal, wir haben auch eine Verpflichtung, Jungen wieder gerade was zurückzugeben, was unsere Erfahrung, so wie wir uns, wie ich meine Mentoren hatte, in einem Hans-Wilhelm Gäb, ja, ich habe ja im Prinzip bei Mercedes nichts anderes gemacht, als das, was ich bei Opel gelernt habe, dann mit viel Geld, also ich hatte ordentliche Budgets halt bei was, Opel. Was sind denn das für Budgets, kann man das sagen eigentlich, was so ein Medienbudget im Jahr? Na gut, ich hatte natürlich weltweite Verantwortung, ja, das ist eine andere Dimension, aber das ist schon sechsstellig, was haben wir, ja, 100 Millionen, damals waren das schon so in der Größe. 100 Millionen, ja, haben sich verantwortet. Mehr, ein bisschen mehr, ja, so viel. Pro Jahr. So. Das hat aber nicht gehemmt. Ja, nee, das glaube ich. Ja, mit vollen Hosen ist gut stinken, um mal Ferry Porsche zu zitieren. Nein, wir mussten bei Mercedes auch sparen und ich war auch sparsam. Aber wir haben auch viel geschaffen mit dem Geld, was wir hatten. Und bei Opel hatte ich das Geld nicht. Nee. Ja, ich habe immer auch noch zu meiner Mercedes-Zeit gesagt, die Summe der Intelligenz ist in Rüsselsheim so groß wie in Stuttgart. Ja. Nur die Summe der technischen Möglichkeiten geht in Stuttgart gegen unendlich und bei Opel ist sie extrem limitiert, weil damals GM immer gesagt hat, neues Auto, 80% alte Teile müssen drin verbaut sein und so. Ja, also das waren ganz andere Bedingungen, aber bei Opel waren tolle Ingenieure. Ich habe einen Senator 24V Dienstwagen gefahren, als einer neben dem Vorstand der ganz wenigen. Damals war ein Traumauto. Als ich dann bei Mercedes anfing, habe ich mir eine E-Klasse Coupé genommen, 3-2. Ach, da hatte ich Magengeschwüre drin. Da ging nichts vorwärts im Vergleich zum Senator. Ist wirklich wahr. Ist wirklich wahr. Also, da waren tolle Ingenieure, die wirklich was gekonnt haben. Ja. Und Mercedes hatte ja auch damals so eine Phase, wo man dauernd nach München geguckt hat. Ja, morgens früh aus dem Mercedes-Hochhaus, Fernglas, was macht BMW? Ja, alles andere ist nicht ich. Das ist nicht vorbei, wichtig. Ne? Das machen sie jetzt, glaube ich, nicht mehr. Nein, Gott sei Dank. Das Ergebnis war diese S-Klasse W140. Wenn die einen 12-Zylinder, dann bauen wir einen 12-Zylinder, wo kein anderer mehr drankommt. Das muss der ultimative sein. Das war das Auto. Und das hat man sich aber abgewöhnt, ja. Ist anders geworden. Naja, also insofern gucke ich unheimlich gerne zurück und auch trotz aller Krisen und möglichen Ärger auch mit vielen Mitarbeitern, die teilweise halt auch gekommen sind und dachten, wenn ich jetzt bei Mercedes bin, muss ich nicht mehr so viel arbeiten, weil da sitze ich, muss ich nur überlegen, an wen ich das delegieren kann, was man mir als Arbeit gegeben hat. Ja. So, und dann ist schon alles wieder gut, ja. So, und die kamen halt bei mir relativ schnell auf die Ersatzbank. So, und wenn sie dann aber im Training schlecht waren, dann saßen sie halt die Woche später auf der Tribüne und wenn es dann nicht geklappt hat, haben sie eine Woche später das Ticket abgenommen bekommen. Ja, also wenn man bei Mercedes war oder ist, dann sollte man sich auch bewusst sein, für welche Firma man arbeitet. Das war bei mir zumindest so. Gut. Ja, das ist wahrscheinlich auch immer noch so. Und ich glaube, der Druck steigt ja, ne? Der Druck steigt, aber nicht im PR-Bereich, weil es wird bald keine Presseabteilung mehr geben. Glauben Sie? Tesla hat sie abgeschafft. Die machen alles online. Ne? Die machen alles selbst. Mhm. Und wir haben ja heute Plattformen mit Twitter, Instagram und so und YouTube und wie die alle heißen, sodass eine Firma locker ihre eigene Kommunikation machen kann und damit erfolgreich ist. Sie braucht nicht mehr die Medien. Das ist das Problem, ne? Ja, das ist so. Das also ich gehe davon aus, dass wir in 10 Jahren viele Firmen haben ohne Presseabteilung. Ja. Was? Und sie brauchen auch die Messen nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch. Da bin ich schon lang. Dieser Meinung bin ich schon lange. Ja, also ich habe immer gesagt, brauchen wir Automobilmessen? Das habe ich schon in den 90er Jahren gesagt. Ich sage, bitteschön, da quälen sich 800.000 fußkranke Schwitzende im Sommer in Frankfurt übers Messegelände auf der IAA. Ja. Brauchen wir diese 800.000? Die können wir auch anders erreichen. Ja, man kann was wir selektiv brauchen, einladen und sind die Leute Pressetage und die Zeit davor. Ja. Weil da sind die Medien sensibel und aufnahmebereit für Autothemen. Und da müssen wir rein. So, und dann kriegen wir in Deutschland alleine zu einer IAA hatte ich immer etwa 80 Millionen Artikel, also Auflagen in einer Woche, die nur mit Mercedes belegt waren. So, und dann sage ich, gut, dann brauchen wir doch die 800.000 nicht. Die können zum Händler gehen. Ja, so. Und das wird sich durchsetzen. Wir werden heute diese Art von Messen
wird es nicht mehr geben. Geht auch wieder ein Stück Kultur verloren oder ein Stück Geschichte. Ja. Ich glaube, manchmal ist es auch nicht so schade drum, wenn man die heutigen Autos so sieht. Vielleicht muss man die einfach anders verkaufen. Es ist das Interesse nicht mehr da in der Form. Das ist das. Und ich habe oft gesagt, Franz Josef Degenhardt war mal so ein Sänger in den 70er Jahren aus der Protestszene erwachsen. Ja. Der hat mal ein Lied gesungen mit dem Titel Wallfahrt zum Big Zeppelin. Und für mich war so eine Automesse schon früher immer die Wallfahrt zum Big Zeppelin. Da werden Götzen präsentiert. Es sind ja eigentlich alles Potemkinsche Dörfer, die da stehen. Ja, da ist ja nichts dahinter. Das sind Fassaden, ja, wo davor ein Auto zelebriert wird. Ja, und das ist vorbei. Das Auto ist nicht mehr, ich sag mal, der mobile Gott oder das Begehrenswerteste überhaupt. Das Neueste, ich bin, willst du erst sehen. Ich bin mit 10 Jahren das erste Mal auf eine IAA. Seitdem bin ich regelmäßig auf IAAs gewesen. Auf den letzten beiden war ich nicht mehr. Geh nicht mehr hin. Nee, weil die Autos sowieso kurz danach beim Händler stehen, wenn man so unbedingt was sehen will. Richtig. Und es ist, ja, das Verlangen habe ich auch nicht so richtig. Nein. Also neue Autos mir anzugucken, vielleicht gar nicht reingelassen zu werden. Das, richtig. Das stimmt. Herr Inhester, wir müssen zur letzten Frage kommen. Welche? Gibt die es noch eine? 50 Liter Sprit, die Ihnen auf den Hof gerollt werden. In welchem Auto und auf welcher Strecke verfahren Sie? Das ist eine spannende Frage. Die letzten 50. Also dann muss es einer hier aus den Autos sein, die hier stehen. Okay. Wenn ich mich umgucke, ich würde eine Flasche drehen und wüsste jetzt gar nicht so richtig, wo es mir am liebsten wäre, wenn sie anhält, aber vielleicht würde ich den Rallye Porsche nehmen oder ein GT3 RS, was hier alles steht. Oder? Also der SCR ist ein bisschen zu schwer. Ja, weil im Alter werde ich dann wahrscheinlich noch mehr zunehmen. Da muss ich schon ein leichteres Auto nehmen. Also ich würde hier den von mir so geliebten Laubfrosch nehmen. Ja. Ja, der wegen seiner Farbe nur der Laubfrosch heißt. Gut. Ja. Ein grüner RS, wie heißt die Farbe offiziell? Das ist, oh Gott, ich vergesse es immer. Ja, nee, die hat so eine Schlangen. Okay. Fieberngrün. Ja, allerdings muss ich dann dazu sagen, also mit 50 Liter wird es auch nicht eine lange Reise. Zum Warmlaufen. Ja, das, zum Warmlaufen reicht dann. Ja. Der ist eigentlich sehr sparsam, wie überhaupt alle hier. Im normalen Betrieb 14, 15 Liter. Im normalen Betrieb. Und im Rallye-Betrieb 30. Okay. Und was würden Sie damit Rallye fahren? Nochmal eine Wertungsprüfung? Richtige Rallyes fahre ich mit dem. Der ist mir zu schade. Mhm. Mit dem fahren wir vielleicht, also die letzte Rallye, die wir gefahren haben, Gleichmäßigkeitsprüfung, also Lichtschranke, die haben wir 2018 mit dem gefahren. Das war die Rosenrallye in Elmshorn. Okay. Legendäre, alte Rallye, schon von früher als Meisterschaftslauf bekannt. Und die haben wir damit gewonnen. Und seitdem ist das Auto nicht mehr eingesetzt. Okay, alles klar. Ja. Aber wo werden Sie damit fahren, die letzten 50 Liter? Nordschleife, okay, alles klar. Ja, das ist schon phänomenal. Das ist schon phänomenal. Das macht, eine Nordschleife macht mit einem was. Ja, das stimmt. Da fährst du nicht nur. Das ist was anderes. Und wenn ich jetzt den Timo Bernhard auf Video sehe, der diesen wahnsinnigen Rekord 5.12 gefahren ist, im 919er Elektro, super Ding da. Und ich sehe die Geschwindigkeiten, die der da fährt, das ist ja unfassbar. Das ist phänomenal, ja. Ja, also deshalb. Also entscheide ich mich für den Laubfrosch in Fieberngrün mit 920 Kilo und etwa 280 PS. Das ist gut. Ja. Ich würde mich für einen Platz auf dem Beifahrersitz bewerben. Die Einladung steht. Herr Inhester, in diesem Sinne, vielen Dank für das tolle Gespräch. War mir eine große Freude, auch wenn es jetzt kalt wurde zum Schluss. So, jetzt ist auch endlich die 50-Liter-Frage geklärt. Das war Wolfgang Inhester. Übrigens saßen wir inmitten seiner beeindruckenden Porsche-Sammlung, worunter sich auch ein ehemaliger Dienstwagen eines gewissen Wendelin Wiedekings befindet. Und stellt euch vor, der hatte ein Holz-Lederlenkrad in seinem 996. Das muss man auch mögen. Immerhin war noch handgerissen. So, das war es für diese Woche mit einer Mammutfolge. Euch eine schöne Woche und bis zum nächsten Donnerstag. Infos, Bilder und alles Wissenswerte unter der Internetadresse www.alte-schule-podcast.de.